Sekiro! Sekiro! Jetzt! Sekiro! 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 Simon und ich sind uns einig, das war der beste Cold Opener aller Zeiten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Kanal durchgenommen. Sekiro! Ihr habt nichts verpasst, wir sind immer noch hier an dieser Stelle. Simon hat gerade unseren dritten Skillpunkt nochmal kurz zum Warmspielen hier gefarmt. Und warum jetzt können wir was Geiles ausbilden. Und wir haben, glaube ich, was gerafft. Wir haben zum ersten Mal hier dieses göttliche Hilfe gesehen, dass das abnimmt prozentual. Wahrscheinlich durch die Tode. Wir waren da mal bei 13, 14, das habe ich noch erinnert. Oh. Achso, wolltest du nicht den Punkt vergeben? Wollten wir die jetzt verteilen? Ach so, ich. Oder wolltest du die sammeln? Nö, warum nicht? Wir können. Ja, hast recht, ne? Warum nicht direkt verteilen? Dann muss ich. Was wollen wir denn Geiles machen? Ich will ja diesen Skill, wo man Leben zurückkriegt. Oh, Sekiro! Sekiro! Aber es ist völlig in Ordnung, ey. Es ist völlig in Ordnung. Wir wollten nämlich eigentlich auf den vierten warten. Erinnerst du dich? Wir wollten vier holen. Ach ja, stimmt. Ja. Aber wir wollten. Ja, you are very right. Und deswegen nicht jetzt vergeuden. So, ich stelle mal einfach einen Wecker. Du hast doch 10 Minuten. So, ich meine einmal auf 10 Minuten. Dann lass mich doch in den 10 Minuten den Skillpunkt Sternschnuppen holen. Weil du killst dann den Miniboss. Und ich kann ein bisschen, ich mache ein bisschen jetzt. Tigger! Looten. Tigger! Ja, mach wach, wonach dir ist. Ja, ich glaube, mir ist jetzt 10 Minuten erstmal nach diesem anderen Skillpunkt. Weil dann haben wir 4. Vielleicht hilft dir das in deinem Kampf. In unserem Kampf. Ja, ja, unser aber Kampf. Du wird wahrscheinlich bei dir hängen bleiben. Shinobi! Weil du da dran bist. Das ist der Hammertyp. Da können wir, die Axt, ja, meine ich. Oh ja. Ja, so ist er einfach. Brauche gar nicht. Einfach ihn kaputt gehauen. Wie ein Wirbelwind. Es sieht schön aus, weil es schnell geht, aber es ist ein bisschen repetitiv, weil es doch irgendwie immer dieselben Buttons sind. Ja. Wir haben aber auch nicht so viele Techniken bisher. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Neo hatte, und ich glaube, hier ist es eher okay, wenn ich mal Neo ins Spiel bringe. Neo hatte immer ganz viele Waffen, die dann doch schon eine extreme Abwechslung reingebracht haben. Und das fehlt mir hier noch. Aber glaubst du nicht, man kriegt schon noch Waffen, oder? Ja, zumindest so auch Aufsätze, ob man andere Waffen kriegt, das ist eine sehr gute, weiß ich nicht. Schwert. Ja, das kann sein. Ich meine, er ist halt Shinobi, ne? Und es ist irgendwie ein krasses Schwert, oder? Das ist irgendwie ein wichtiges, story-relevantes Schwert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah. So, und jetzt edlen Frontalkampf. Er guckt sich erstmal. Jetzt trommelt er seine Homies zusammen. Ja, pflichtbewusst. Erst melden. Dann kämpfen. Ja, weiß nicht, in dem Fall kam das Kämpfen nicht mehr. Einfach durchgerusht. Man muss einfach schnell sein wie ein Panther. Ah! Ja. Tschüss. Ach, da sind wir ja schon. Ja, halt echt. Das ging aber echt schnell jetzt. Du hast doch gleich den vierten schon. Ja, aber ich will den. Fackel Johnny kannst du noch machen. Den will ich haben. Fackel Johnny. Der dreht sich ja. Warte, jetzt. Nee. Nee, sieht mich Fackel Johnny, wenn ich jetzt hier bin? Ja, da oben wirst du, glaube ich, gesehen, auch? Aber nicht von Fackel Johnny. Du kannst Fackel Johnny einfach von hinten murksen, glaube ich. Meucheln. Schön meucheln. Da hinten ist der komische Priester mit der helle Bade. Na gut, dann mache ich das mal. Aber der da hinten, der sieht das doch! Der da steht. Das würde ich nicht ausschließen wollen. Aber dann kannst du ja weglaufen. Aber dann sehen sie, ich will ja killen und dann. Erstmal Johnny. Ja, Johnny ist da hinten. Der andere Silver Johnny sieht dich jetzt. Das ist der Red Johnny. Da seine Fackel entzündet und schießt. Feuer. Dieser Feuer. Da drauf trinkt wahrscheinlich jetzt wieder nichts. Ne? Man kann ja auch schwimmen. Ich könnte wahrscheinlich jetzt hier. Nee, echt? Das ist ein reißender Strom. Da darf man nicht rein. Mach was Cooles. Geronimo! Nanu, was ist denn da? Hm? Da war doch eben noch was. Ja, siehst du? Hinter dir, das ist der Ast, auf dem du gelandet bist vielleicht. Nee, irgendwo kann man hier noch hoch. Naja, oder auch nicht. Ach komm, hat er mich jetzt echt gesehen? Ja. Ich meine, wie? Ich möchte wirklich wissen, wie. Dann immer die Musik. Spannung. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich finde das echt ziemlich feige, dass die sich zusammenrotten. Sobald die Gefahr riechen, also sind die nicht mehr ehrenvoll. Warte mal kurz, bis das Gelbe weg ist, sonst sehen die dich wieder. Ja.
Das ist nicht ehrenvoll, weil runter, die sehen dich sonst. Aber ich bin doch in an der Wand. Ja, ich will, ja, jetzt ist es, glaube ich, weg. Jetzt kannst du dich da reinschleichen. Zum Klingelbild. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Okay, es geht. Da steht noch, hier steht noch einer. Da, Vorsicht. Irgendwo rechts muss noch einer sein. Jetzt hast du mir voll Angst gemacht. Schleiche mich, Schleichenfuß. Kannst du mal, versuch mal anzuvisieren. Da, da ist er. Ich habe ihn gesehen. Da. Den musst du zuerst machen. Jetzt, wo der helle Baden Karl weg ist. Genau. Das ist der Eisenkarl, oder? Mit der Axt. Also, jetzt haben die beiden oben dich gesehen. Jetzt kannst du gleich. Ich will den vierten noch haben. Ja. Also, ich meine den vierten Skillpunkt. Du, wenn du da die beiden da oben ja. dann über den Baum da hochhüpfst oder so, dann kannst du das bestimmt machen. Lass dir die beiden reichen? Möglich, weiß ich aber nicht. Oh, du hast jetzt schon drei. Drei getriggert. Das kann sein, dass der von links um die Ecke gleich kommt. Da würde ich aufpassen. Ja, den kannst du hier holen, der kann ja nichts. Ja, aber wie kann ich mir den jetzt hier holen? Den tötest du. Oh. Ah. Autsch. Autsch. Also. Den tötest du, hat er gesagt. Vorsicht, du hast nicht mehr. Ja, aber ich habe ein zweites Leben. Ja. So. Da, das ist okay. aber wirklich dumm das, von ihm. Damit hat er hat aber nicht damit gerechnet, dass Tote wieder auferstehen. Shadows died Macht twice. Ihn nicht zu dem Dümmsten. Okay, du brauchst wirklich, glaube ich, noch einen. Aber da sind ja noch zwei, glaube ich. Da oben halt. Wir sind durch Blumenbeet schleichen. Okay. Da ist noch ein Fackel, Johnny. Mann, wie werden die da geboren? Wie viele von denen sind denn da? Weiß ich auch nicht, so phönixartig halt mit denen. Aber da. Ach, ja, ja, jetzt ist der Moment. Der Moment. Er guckt sich einfach nur die Blumen an und denkt so, oh, diese Blumen sind so schön. Gerne begraben. They call me the wild. Hab ich vier? Da hab ich vier! Ja! Okay, jetzt vier. Ja, wir wollen die anderen auch vier. Gehen. Wieso? Es ist ja jetzt hier, okay. wenn die so lange nicht runterkommen, ist doch alles cool. Ja, aber wenn ich jetzt mit ihm kämpfe. Ja. Ist doch gut. Sag mal, glaubst du, ich kann den zweimal überraschen? Das, exakt das hatte ich doch gestern probiert. Da, da hast du mich angemeckert, warum ich so feige bin und was das soll. Ja, weißt du es nicht mehr? Ja, genau. Ja, exakt die Situation. Aber probier es. Aber ich glaube nicht, dass das geht, weil er sich dann den zweiten Punkt, wenn er dich aus dem Fokus verliert, ist der zweite Punkt wieder da. Hast recht. Also nicht. Oh, Vorsicht. Ich hab doch sogar gedrückt. Oh, Pieks. Oh nein. Heil dich gleich mal. Pieks Meat. Ich hab doch. Pieks Meat. Pieks Meat. Du lebst doch noch. Ah, ich hab ja wieder einen bekommen, ne? Ja. Geil. Okay, dann möchte ich jetzt aber kurz. Heilung, Heilung. Also er verliert seinen Punkt, wenn du abhaust, ne? Aber wenn ich da oben bleibe, nicht, oder? Weiß ich nicht. Er ist schon da. Er ist schon da. Er ist sehr schnell. Dann möchte ich wenigstens hier mit hinternehmen. Ah, so. Das hat auch nicht geklappt. Ich kann einfach gegen den nicht. Ich habe keinerlei Erfahrung. Hast du's? Ich weiß nicht, was ich da mache. Der kommt halt. Ich meine, ich glaube, du weichst immer geil aus und ich krieg's das Timing nicht hin. Aber bis dahin warst du ja ein bisschen verzweifelt. Du hast jetzt einmal gegen den gekämpft. Ach, warte mal, Leute haben doch geschrieben, wir sollen mehr blocken, ne? Mehr. Das hat auch Edo geschrieben. Eigentlich alle haben das geschrieben. Wir sollen nicht ausweichen, sondern wir sollen parieren. Aber auch gegen die helle Barde? War dann alles, nehme ich mal an, ist parierbar. Was wollten wir denn das hier? Was war das? Das wollten wir haben, ne? Eine der Heilwirkung. Ja. Gut. Und wo ist das? Noch heiliger. Warte mal. Genau. Ich suche, wo das ist, womit man die, womit man maximale Gesundheit zurückbekommt. Weiß nicht genau, was du meinst. Ja, ihr habt jetzt noch im Chat gelesen. Ja, ich nehme den auch. Aber ich will nur kurz einmal lesen, wo dieser. Ah, die sind alle gesperrt. Es gibt halt irgendwo diesen Perk, womit man Leben zurückbekommt, wenn man irgendwie jemanden tötet oder schlägt oder so. Okay, das wollten wir, ne? Bin richtig hier, ne? Emmas Intensität. Genau. Ja, noch mehr. Was ist das obere? Nachtschwalbenhieb, Umkehr. Ein Trainer. Angriff, der die Distanz. Ja, das sind diese Distanzangriffe, die wir laut Trant irgendwie uns freiperken sollen. Ah ja. Aber den anderen haben wir auch bisher auch noch nicht wirklich. Nee, noch nicht so viel, nee. Aber, sag mal, Nachtschwalbe. Ich wollte gerade sagen, damit kennst du dich ja gut aus, aber da habe ich den Vogel verwechselt. Das war ja Nachtfalke. Bei dir.
hatten wir nicht darüber geredet, das N-Wort nicht mehr hier zu benutzen auf Rocket Beans? Hä, ich hab doch den Nachtfalke gezündet. Oh. Das ist so, die sind nämlich wirklich einfach, aber ich bin vorhin auch einmal direkt reingerannt. Oh. Wenn sie einen dann mal haben und wenn dieser blöde Pfeil kommt, super nervig. Jetzt habe ich mir beide nichts können. Ja, mach im Ernst, mach das doch mal neu. Rebooten hier? Die Energie, genau. Das ist halt geh doch links rum. Ich glaube, ja, das ist für die überlaufen. Die haben, stimmt, du wolltest ja auch gerade nur die Dinger da. Genau, ich wollte die vier Dinger da holen. Ich glaube einfach an den vorbei. Endgegner, ja. So war das nämlich. So, du wolltest halt echt und ich will zum Endgegner und mache hier Quatsch und du. So, ich laufe da jetzt durch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe da wirklich ein gutes Gefühl bei. Jetzt mit der extra Energie ausgestattet. Ah, ist schon nice, ein Stein, wie der sich hier. Ja, schön. Die merken nix. Und die trauen sich nix. Oh. Mach mal den Wecker aus. Ja, ich. Okay. Okay. Ich dachte für einen Moment, es wäre Eddie. Aber es geht ja nicht, weil wir in der Aufzeichnung sind. Da kann selbst Eddie. Kann er nicht anrufen. Ja, stimmt. So, jetzt machen wir erstmal hier Fackelboy. Aber denk dran, er hat uns gesagt, parieren. Weniger. Aber auch gegen die Hellebarde? Naja, du machst es schon richtig. Was werde ich dir jetzt nichts Neues erzählen? Ich sage ja nur, was er gesagt hat. Und ich glaube, er hat da irgendwie schon einen Punkt. Aber er meinte auch, dass er auch an dieser Stelle ist. Also so viel weiter ist er, glaube ich, gar nicht bisher. Oh, wie der da zu dem rusht, ey. Und da hinten muss noch. Also wir müssen echt alle Henchmen erstmal platt machen. Den kriegen wir nicht so lange, die da rumhängen wie die zwei Saufkumpanen. So, könnt ihr euch mal wieder trennen. Ist jetzt Gefahr ist vorbei. So, guck mal, der Kleriker, ja. Der ist früher der okay, Meinung, dass wieder alles in Ordnung ist. Ja, wenn man das immer wieder wiederholen muss, das ist echt nervig. Ein bisschen nervig, oder? Also das ist aber halt keine nicht, geile Spielmechanik. Naja, aber es geht nicht anders, weil die sofort sich um den scharen. Und dann, ja, es ist ja irgendwie wie ein Hitman, ne? Es ist klar, dass man irgendwie einen Weg finden muss an den Henchmen vorbei, aber in einem Hitman kannst du dir irgendwie wenigstens noch verschiedene Verkleidungen angucken. Hm. Aber hier. Ja, vielleicht haben wir es auch noch nicht richtig gemacht. Vielleicht gilt es einfach, die alle zu erledigen in einem großen Massenkampf. Und wir sind nämlich. Ja, ey, wenn man krass ist, kann man das bestimmt. Krassen Kampf. Aber wir sind auch nicht die Krasskämpfer. Noch als Shinobi können wir auch keinen krass Magar. Guck mal, da kommt hier, komm mal alleine zu. Komm mal zum Einzelkampf, ey. Trau dich mal. Komm mal zum Einzelkampf. Wenn ich einfach nicht noch so Scherben. Ich kann immer so eine Scherbe hier machen. Warte mal, die kommen. Ja, ich hab sie angelockt, ne? Achso. Nee. Schade. Warte. Nach vorne. Oh, der kommt jetzt tatsächlich. Warte, ich muss wieder da oben hoch. Hallo? Das geht meistens von hier nicht. Das habe ich auch schon versucht. So Batman-esque, einfach schnell hoch und dann von der anderen Seite runter. Ja, mal gucken. Du weißt, wie mein Kampf war, ne? Der war auch fordernd. Alter! Das ist ja so lächerlich. Ja, der ist halt doch ein Schweinehund. Aber er hat dich deutlich weniger. Ja, aber empfinde ich ihn als Bastard. Der hat die Axt. Ah. Er hätte nicht die Axt, wenn er nicht auch ein bisschen was drauf hätte. Das stimmt, der verrückte Axtmörder. So, wo ist jetzt Hellebarden da? Ja. Sieht man nur seine Hellebarde da hinten. Keine sneaky Waffe. Ey, Alter, du bist aber auch ein Frechdachs. Dass das auch noch funktioniert. Das ist verständlich. Sie kennen mich, sie unterschätzen mich. Der Hellebarde, einfach egal. Läuft einfach dran vorbei. Okay. Sehr gut, jetzt haben wir. Habe ich jetzt hier alle, die hier unten sind? Ja, ne? Ja. Hast du. Oh, jetzt würde ich nicht mehr rüber. Ne, jetzt warte ich, bis er wieder hier steht und sich die Blumen anguckt. Was sind das? Sind das? Das sieht aus wie so Flieder oder sowas. Ich weiß, was ist das? Ich krieg schon eine Allergie, alleine vom Zusehen.
So, dann wollen wir mal gucken jetzt. Freunde, du bist der krasseste Samurai oder Ninja oder was auch immer, voll der Assassine. Warum hast du so eine Blumenallergie? Ja, Alter, echt. Und es ist einfach nur voll der Japan, wo die überall sind. Ja, einfach wie so eine Pollenallergie. Du musst aufhören wegen einer Pollenallergie. Ja, das ist echt bitter. Und dann wirst du irgendwie Schreiner. Aber du bist doch Assassine. Ich hab mal einen Fußballnationalspieler, der hatte eine Allergie gegen Rasen. Was? Gegen Rasen? Ja. Oh Gott, das ist eigentlich nicht lustig, aber es ist auch irgendwie lustig. Eine Allergie gegen rund wäre auch das Spiel. Alles, was rund ist. Entschuldigung, mach du mal. Ey, siehst du, du weichst aus. Du bist ein Ausweicher, ein klasse Ausweicher. Ah, fuck, ich hätte ihn aber da ein bisschen springen. Was abgezogen. Denk an diese, wir hatten vorhin im Training, ne? Das und dann kommt immer der Rundumschlag. Alter. 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 Warte auf den richtigen Moment, dann einfach ein Kreis. Ja. Das war aber schön bis dahin. Das noch im Orchideenfeld ja. Gekämpft. Mann, man sieht hier, überall werden Köpfe geköpft, der Orchideen und aber ja, ich meine, ich habe ihm jetzt die Hälfte, also es ist machbar. Ich glaube, man muss da einfach ganz viel tricksen. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo wir unsere Cheese-Tactics aus Demon's Souls alle auspacken müssen. Nee, aber du hast doch gesehen. Ich meine, ich habe jetzt in die Hälfte abgezogen. Er hat mir quasi zweimal so richtig viel abgezogen. Das war natürlich ein bisschen dumm, sodass ich am Ende kein Leben mehr hatte. Aber du hast ja gesehen, ich habe ihm jetzt dann die Hälfte im Prinzip abgezogen. Und wenn man jetzt das noch ein bisschen besser macht, dann kriegen wir ihn auch. Das ist schon möglich. Ja, möglich ist es nur, ich. Ach, hier kann man nicht halten. Ach so, es muss ja immer hier sein, ne? So war das. Ja. Ja, man kann echt an allen vorbeirennen. Sogar an den Schildtypen kann man vorbeirennen. Das ist echt lustig, dass man hier ohne Scheiß, aber nur in dieser Ecke nicht durchkommt. Okay. Ich versuche mal an allem vorbeizurennen, so wie man das ja eigentlich auch gelernt hat in der Ninja-Schule. Macht auch Sinn, dass man so lange mit seinen Henchmen jedes Mal, selbst die Typen, können wir eigentlich. Im Ninjasium. Ja, nicht ganz, aber so. Komm, es ist okay. Tolerierbarer Gag. Ja, finde ich ganz gut. Das wäre bestimmt lustig, wenn es auch so neben den Ja's noch eine Nines gäbe. Also die einen sind weiß und die anderen sind schwarz und die kämpfen immer gegen Ja's gegen den Nines. Ja, das ist auch klar, warum die streiten und das. Ja und Nein. Die ewige Yin und Yang eigentlich, die Ältesten. Ach komm! Wegen ein bisschen Hops. Die da hast du jetzt nicht aber zu lange. Jetzt, ja, die sollen mal wieder abhauen da, die auf der Brücke, die Typen. Mal ein bisschen die. Von allen Seiten. Den holst du dir. Vorsicht! Schlamm, Flammenschwert. Ja, Reiner. Ey, ich sehe halt, was ist der Status an der Manie? Ich brenne! Endlich, jetzt brenne ich mal. Da haben wir uns die ganze Zeit schon gefragt, was ist mit dem Brennen. Das uns brennend interessiert. Ich muss das jetzt ganz schnell beenden. Wir haben das jetzt Löschpulver gerade nicht ausgerüstet. Ja, aber. Das war schon mal ein sehr schlechter Anfang. Ja. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. So, jetzt ganz entspannt. Ist alles wieder gut. Denk daran, hier rechts ist, glaube ich, oder war der das schon? Oder steht da noch einer? Ne, da steht der rechts, ja. Innen direkt, ja. Und wieder rein ins Feld. Und da kommt schon der nächste da hinten. Den kannst du dir holen. Ah, wie so ein wie Raptor. Wie hat er mich denn jetzt gesehen? Der hat die Büsche hoppeln sehen. Ey, diese Kombo-Scheiße, ne? Wie ich es nicht schaffe. Ja, jetzt nice. Ich will es verstehen. Ich will es wirklich verstehen. Ich muss zu diesem Zombie-Typen mal. Ich will das irgendwann mal trainieren. Man kann hier irgendwie, man ist so schnell tot, man kann ihn nicht wirklich trainieren. Das nervt mich. Ich glaube, die haben diesen Zombie-Typen auch wirklich bewusst da rein, weil es nötig ist. Ja, ich glaube es auch, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist eine sehr seltsame Mechanik, den da reinzustellen als Zombie und so, wenn es nicht wirklich notwendig wäre. Okay. Jetzt komm, ich mache jetzt hier nicht so lange rum mit dem Ganzen. Na doch, lass dir Zeit, ist doch alles super. Nicht jetzt irgendwie, das ist doch super. Kämpfen. So, jetzt kannst du mit ihm kämpfen.
So, alles gut. Du hast, kannst dich gleich einmal heilen, wenn er dich einmal erwischt. Dran denken. Oh, hör! Nein, Axt, Johnny! Wo kommst du denn jetzt her, ey? Ich dachte jetzt wirklich, wäre weit genug weg. Oh, ist das nervig. Denk dran, wenn der andere dich aus dem Fokus verliert, ist halt der. Jetzt aber auch nee, ich wollte es dir nur sagen. Ja. Wie aus dem Nichts! Das hat ihn gekostet. Ich komme hier nirgendwo zu. Ja, sie sind zu zweit da hier, der mit seinen hässlichen Beinhaaren. Zum Glück können die nicht klettern. Jetzt stehen sie da rum. Oh, der kann Steine schmeißen. Der kleine Steinschmeißer. Ich bin an dem Punkt, wo ich das Pad gerne werfen würde, wirklich. Das ging aber früh los heute. So. Mein Auge zuckt. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Für alle, die es nicht wissen, wir machen heute eine 6-stündige Sekiro-Session. Wir sind in Stunde 1. Da kann noch einiges an Wahnsinn generiert werden. Man kann irgendwann den Wahnsinn so abfüllen in Fiolen. Das ist eigentlich der eigentliche Grund. Ja. Für Rocket Beans. Riesige Wahnsinn und Salzbergwerke. Ach, für die Aliens. So, tappel, tappel. Super schneller Ninja-Schritt. Du bist super gut. Lauf, lauf. Lauf, lauf, huch. Lauf, 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 lauf. An denen laufe ich vorbei. Ich kann nämlich nichts. Hoffentlich. Ja, nimm gleich den, nimm den Fackelmann noch. Ja, das ist Fackelmann wie bei Axel Schulz. Zack! So, wir hauen ab. Die sind noch gelb. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2. Bitte jetzt weggehen. Ja. Jetzt töten wir die Henchmen. So, bitte gehen Sie da weg. Mann mit der Lanze. Oder sein, dass er hier gleich lang marschiert. Naja, die Musik ist aus. Aber er ist noch misstrauisch. Guck mal. Er traut dem Braten noch nicht. Zu Recht. Ich werde mich gleich wieder wie ein Raptor in das Feld hier schleichen und dann. Der Schwede, ey, der ist ein sehr misstrauischer Typ. Hallo? Hallo? Das gibt's doch gar nicht, ey. Der kommt jetzt hier zu mir. Was ist das für einer, ey? Der scheiß Axtmann, ey. Ah, Simon! Entschuldigung, das ist aber so gut. Er hat dich total in den Abgrund getrunken. Aber ich kann mit seiner Suspiciousness. Entschuldigung, geht doch langsam. Alter, ich hasse ihn so sehr, ich möchte, dass du ihn jetzt köpfst. Ah, mit seiner eigenen Axt, bitte. Da steht er, ey. Ey, aber das heißt doch, er dreht sich auch gleich um, dann kannst du ihn von hinten meucheln. Ja, das ist eine gute Idee. Kannst du dich bitte an die Wand schleichen, sodass... Das sind nur so... Ja. Ey, das ist unglaublich, ey. So, geh doch jetzt, wie er da steht. Guck dir das mal mit seinem Prügel, ey. Seine Axt verrät ihn auch. Er hält ihn voll smart. Ich warte hier jetzt auf ihn. Das ist jetzt seine neue Base da, oder was? Du könntest jetzt aber von rechts kommen auch. Ja, aber da sieht man mich auf der Straße. Oder naja, also, der dreht sich wahrscheinlich in dem Moment um. Nein, ne? Der bleibt für immer da stehen jetzt. Ja.
freue mich jetzt schon. Wehe, der dreht sich jetzt um. Oh, oh. Ja! geil. Das war aber ein Riesenfehler von ihm. Oh. Unglaublich, ey. Oh Gott, oh Gott. So, warte mal, wie viel sind denn jetzt, nicht, dass der Typ gleich wieder Gesellschaft kriegt. Also, keine geballten. Dahin ist nur noch der eine mit der Fackel. Es sind noch mindestens drei, würde ich sagen. Der Fackelmann, dann, der ist noch oben. Aber hier unten. Ist nicht noch ein Pfeilmann sogar? Aber auf dieser Ebene ist niemand mehr, oder? Bei dir? Ich glaube nicht. Fackel und Axt sind weg. Also sind da oben noch mindestens zwei, sagen wir es mal so. Ja. Mhm. Aber ist da oben nicht auch ein Axtmann? Also, es ist ein Fackelmann da und was ist der andere? Ein Axtmann oder ein Pfeilmann? Ich weiß es nicht, aber ja. Ich habe eine gute Idee. Du willst echt, aber du bist gut dabei, ne? Du kannst eigentlich. Ja, ich mach das auch. Wenn du jetzt die anderen auch noch killst vorher, hast du freie Bahn. Dann hab ich freie Bahn. Mit Marzipan. Ja. Freie Bahn mit Marzipan. Ja. Dann müsste ich da, aber muss ich da oben lang. Da. Dann sieht er mich hier oben. Oh, eigentlich hättest du gerade dich an den Bambus aufspießen müssen. Schön, das war sogar nur einer noch. Bevor du jetzt. Lass uns echt noch mal checken, ob noch irgendwo einer rumsteht. Kügelchen, geil. Boah, bist du gut vorbereitet. So. Es ist keiner mehr, oder? Hier vorne noch vielleicht? Ich sehe gerade keinen mehr. Okay, irgendwie die zahlenmäßige Überlegenheit habe ich mir anders vorgestellt. Waren das echt nur drei? Na, irgendwie, ja. Das wären mehr. Na gut. Ganz gut geklappt. So. Pass auf. Sieht er mich? Nein. Steht da rechts noch einer? Hm. Ich oh? Schon, ja. Okay, jetzt holen wir uns den. Pass auf. Oh, der sieht dich, oder? Irgendwas? Ja. Oh, oh. Der hat irgendwas ist da angewachsen. Nee, so wollen wir das ja aber nicht machen. Wenn man diesen Konter-Move macht, zieht der. Gibt der die Möglichkeit, danach einen ganzen Punkt abzuziehen? Das glaube ich nicht. Oder aber also bei ihm weiß ich nicht. Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber so, auf dem Höhepunkt der Spannung machen wir einen ganz kurzen Break. Ah, oh, stimmt. Ja, wir nutzen die Chance, damit er sich hier mal ein bisschen sein Temperament abkühlt, bis das soweit ist. Sind wir wieder in Position. Ihr verpasst nichts. Ich werde hier keinen Sneaky-Move machen ohne euch. Versprochen. Und wir sehen uns gleich nach der Werbung. Nils wird verfolgt. Rein ins Spiel! Nein, doch nicht dahin! Doch! Warum dahin? Na gut. Ja, der nicht so weit verfolgt er dich jetzt durch den ganzen Level oder was? Das nee, kann der nicht mehr ernst sein. Der muss auch wieder zurück in seinen. Aber das hat er von der Pike aufgelernt, dass er. Hier, die fahre ich mal eben aus dem Weg. Ja, klopf doch auf dein dummes Holzschild. Was? Oh shit. Ja, wir haben gewartet, es hat sich aber leider nicht gezeigt. So wie wir es erhofft hatten, dass er irgendwann uns vergisst. Hau doch mal ab! Er hat wirklich ein, das echtes, gibt's doch nicht. Ein richtiges Gedächtnis. Und er hat Bock auf Nils Soufflé. Ey, jetzt hau doch mal ab, du Sack! Ich will halt diesen einen, ich brauch den Stealth-Move, sonst muss ich ihn ja doppelt besiegen, das ist ja Quatsch. Ja, aber du kannst ja jetzt auch nicht ewig warten. Nein, jetzt. Aber jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg, jetzt bist du einfach, ja. Genau. Ah, das war aber anstrengend. Das hat richtig lange gedauert. Der wollte einfach nicht weg und er hat uns vor allem noch immer wieder. Ah! Ja, jetzt hier renne hin, ja, jetzt. Ja, ja, also, das ist renne gute vielleicht Idee. Nicht, aber. Ja, ja, ja. Schleichi. Oh! Du mieses Bastardgerät. Na gut, dann kämpfe ich jetzt gegen dich. Einfach nicht, ne? Komm her, Homeboy. Das ist gut, ich habe das Gefühl, er ist hier ein bisschen. Das war ein Move von mir. Das war der Konter. Jetzt hast du gleich einen. Ah, oh, nee, ey, warst so kurz davor. Fuck. Ich lebe noch. Du hast ihn gleich. Jetzt. Shinobi! Warte, ich muss jetzt einmal weglaufen. Um mich zu heilen.
Ja. Da ist er. Da wird er endlich. Boom! Alter. Das war schön. Ohne einen Sneak-Angriff. Geil, und wir haben die Gebetsperle. Haben wir jetzt alle vier? Ja. Nice. Ah. So, geil. Okay, jetzt. Da vorne geht es also weiter, ne? Bist du wieder dran? Nee, ja, nee, du warst, glaube ich, jetzt dran mit. Ja, aber jetzt ist eigentlich deine Zeit zu spielen, oder? Normal zu spielen. Ja, streng genommen hättest du jetzt noch, glaube ich, ein paar Minuten. Kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Aber warte mal, da ist der Schrein, dann gebe ich es dir am Schrein. Das ist ein guter Moment, dann kannst du auch noch ein paar Minuten machen. Kriegst du dann noch deine 10 Minuten oder so. Wir haben ja den Endboss beide gemacht, ne? Meine ich. Ja, um ehrlich zu sein, das war irgendwas. Ich geil. So. Ja, sehr schön. Fast bei einem Skillpunkt wieder. Ja, aber wir haben halt unsere Kette. Du kannst dem Dödelmann mal reisen, wenn du willst. Und irgendwas mit der Kette machen. Ja. Müssen wir ja, ne? Was heißt müssen? Das ist doch mega geil. Wir kriegen jetzt was mega Geiles. Mit der Kette. Ich weiß es nicht. Doch, das ist mega gut, was wir jetzt kriegen. Ja, halt, das sind doch im Grunde die wir in die Waffen, die Perks, die wir in die Waffen gepackt haben bei Bloodborne. Nehme ich jetzt mal an, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, es ist mega geil. Okay, es ist mega geil, ja, okay. Es ist, muss ja mega geil sein. Wo ist denn hier der geile Scheiß? Ach, nee, hä? Was Neues herstellen können wir ja noch gar nicht. Nee, aber wir können was mega Geiles mit diesen. Ich rede ein anderes Mal mit dir, alter Mann. Hm, wo war denn die Option? Oder war die am Buddha? Ich glaube, es war am Buddha. Haben wir welche? Nein. Nee, dann war es am Buddha. Aber Moment, gibt nicht jeder besiegte Miniboss einen Kürbissamen eigentlich? Hätte der den auch eingeben? Nee, die geben so eine Perle da. Stimmt. Aber nein, jetzt fliegen wir wieder zurück. Oh, die Nummer! Aber du meintest gerade noch nicht zum Buddha. Nein, diesen anderen, die Statue da. Der andere Buddha sind hunderte Buddha. Ja, ich meine jetzt hier dieses blau leuchtende Buddha-Gerät. Ach so, der ist auch ein Buddha, ne? Es sind so viele Buddhas, das ist unglaublich. Kann ich nicht mal Margarine zur Abwechslung nehmen? So, das geht jetzt aber nicht von meiner Zeit ab, der ganze Scheiß hier. Okay, ich mach das mal schnell. Reisen. Nee, bleib doch mal da jetzt. Aber du wolltest doch zum Maroden Tempel wieder zurück. Nee, ich wollte. Die andere Buddha-Statue hast du gerade. Die, an der du gerade gesessen hast. Dieselbe, ne? Ja. Okay, du hast recht. Gut, aber da wollten wir, an den Ort wollten wir doch eh nicht. Wo wir jetzt nee, da hätten wir eh. Reisen muss eh sein. Ja, aber. Okay, aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Was ist das denn hier? Totschlag von der Wand aus. Das ist im Grunde das, was wir. Bin ich ein bisschen unsicher. Wir kriegen ja gerade Inserts reingezeigt. Hat wohl jemand aus Versehen einen Knopf gedrückt. Ach so, ja. Ich dachte gerade, war das in der Sendung oder nicht? So. Oder waren wir eben gar nicht auf Sendung? So, Körpermerkmale verbessern. Machen wir das? Ja. So. Jetzt kriegen wir, glaube ich, eine Kette voller Glasperlen, die einer Figur des Bildhauers geopfert wurde, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Ein Rosenkranz aus Gebetsperlen stärkt die Starken. Das ist doch mega geil. Mehr Vitalität und mehr Haltung. Das ist beides mega wichtig. Guck mal, wie lang unser Balken jetzt ist. Deutlich länger. Und wir haben mehr Haltung, können mehr blocken. Ja. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass ich. Und jetzt muss ich wieder 4 Perlen sammeln. Und ja. Ein bisschen lame, oder? Bis ich wieder zu leveln. Ich habe gedacht, du hast am Ende so eine riesige Kugel voller Perlen und sagst, okay, ich hätte gern diese Perle, die bringt mir das und diese Perle bringt mir das und ich kann maximal Ruhen rein. Exakt, so. Das meinte ich ja. Das ist einfach nur ein anderes Upgrade. Nee, finde ich jetzt nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es irgendwie alles sehr. Aber du kannst wieder dahin reisen, wo es weitergeht. Sehr runtergedampft. Unnötigerweise runtergedampft. Ja. Da ist es. Aber wir haben immerhin schon jetzt 4 Perlen gesammelt von 4 Schurken. Das ist ja auch schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine andere Stufe erreicht. Ja. Ne? Das ist klar. Und wir haben auch, genau, das wollte ich dir noch eben sagen in der Werbung. Ich habe versucht, den Fokus zu verlieren von dem Zwischenboss da gerade mit der Hellebarde. Und deswegen bin ich ins Wasser gesprungen. Und im Wasser waren irgendwelche Sachen, die mich angegriffen haben.
Ja, und da gibt es ja auch den Karpfen, wie wir gerade. Ja, aber ich konnte die nicht, ich konnte nicht auf die einschlagen. Also der, ich habe die nicht getroffen. Kann man irgendwie tauchen? Nee, ich weiß nicht, was das war. Die waren, ich habe die nicht gesehen. Die waren nur in diesem schwarzen Wasser. Also der Albtraum. Schwarzen. Ich hatte es gesagt. Unter Wasser war halt irgendein Aal oder was auch immer das war. Und hat mich der O2. Nimm zwei. Chikiro. Gib ihm. Ja, Mann. Ja, das ist wirklich nicht schwer. Ja. Die Kraft der vier Perlen. Da oben schießt einer auf dich. Hat er mich gesehen schon? Ja, also schießt er schießt, oder? Den ja. Bogen, er schießt auf die Bambus. Bambusrohre. Das ist doch dumm, ist brennbar. Brennbares Material, da schießt man doch nicht drauf. Aus Feuergründen muss ich sie nun umbringen. Kann Bambus brennen? Kann Bambus überhaupt brennen? Habe ich noch nicht gesehen. Ja. Oh. Okay, das ist. Nee. Nicht gut. Oh, hast du gesehen, wie cool ich da einfach den Bambus umhaue? Ja. Oh, nee, hat er mir noch einen mitgegeben. Noch einen mitgegeibt. Vielleicht sollte ich die Keramiksplitter mal ein bisschen auch nutzen. Ja, klar. Wir kommen auch von alleine. Warum hat er mich gerade getroffen? Siehst du, wie ich deinen Freund ausraube? Oh, Alter. Wie kann das denn sein, dass der mich damit noch trifft, obwohl ich doch viel schneller mit dem Schwert hier agiere? Ich hab gar nicht gesehen, dass. Weil er hatte den Move schon fertig und ich hab geschlagen und er hat trotzdem abgewehrt. I doubt it. Dafür ist er jetzt aber tot. Oh, das sieht toll aus. Mm, das Feuer sieht echt gut aus. Aber es ist optisch ein bisschen, ja, was heißt, es ist ein bisschen underwhelming, okay, aber es ist solide. Aber ich kann verstehen, dass Leute enttäuscht sind. Ja. Also, es ist, Grafik ist jetzt nicht das Wichtigste, aber sie bauen ja, sag ich mal, auch hier so von der Spielqualität vielleicht ein bisschen ab, könnte man vielleicht sagen. Und dann ist, wenn die Grafik wenigstens absolut Sahne wäre, dann würden viele nicht so meckern und sagen, ja gut, dafür ist es halt hammer optisch. Ich glaube, dieses Ghost of Tsushima wird so werden. Ja? Dass das vielleicht spielerisch auch nicht so mega überzeugen wird, aber unfassbar gut aussehen wird. Ja, ich habe mir auch noch keine Reviews durchgelesen, noch keine Meinung. So. Ich wollte echt jungfräulich rangehen, deswegen ja, kann ich ja jetzt noch nicht so viel zu sagen. Aber ich bin halt echt durch Bloodborne ein bisschen verdorben, weil Bloodborne ist in allem so stimmig und einfach. Einfach so gut, das ist auch gemein, sich mit Bloodborne zu messen. So, da ist wieder ein Zwischenboss? Nee. Also, das sieht schon ein bisschen aus wie. Nee, er hat nur einen. Das ist wie der Ogre mit den roten Augen, nur dass er keine roten Augen hat und mega das Weichei ist, deswegen. Ich will gerade eigentlich nur. Baseball! Warum schleicht er? Hören Sie auf. Ich will den eigentlich von hinten, ne? Der ist eigentlich zu. Ja, guck mal, haben wir hergerannt. Ganze Mühe. Das ist ein Riesenbaby, ey. Oder ja. Nee. Alter, was der für einen mächtigen Prängel hat, oder? Ja, wie er noch hin und her schwingt. Er weiß, was er hat. Er weiß, was er da hat. Okay, es war ja auch ein bisschen. Boah, es ist wirklich so ein Baseball-Move. Ich dachte, dass ich. Ja, dass er mich leider nicht gesehen hat. Okay, ich muss jetzt anfangen, endlich auch mal ehrenhaft zu kämpfen, ne? Das machst du jetzt gut. Nee, ich werf ihn mit Öl. Ehrenhaft zu kämpfen, ich werf ihn mit Öl. Dann schieße ich auf ihn. Power of Magic! Ja, das bringt nicht so viel bei diesen Rotaugigen. Oh, das bringt gar nicht so viel. Bei diesen Rotaugigen bringt das viel. Ja, sein Popo! Rauf auf den blanken Popo. Okay, das war nix. Heilung. Nochmal. Oh, Feuerfall. Alter,
Das ist schon lustig, ey, oder? Wie so die so aus. Wrestling und, ja. und Baseball imitieren. Ja. Also, das ist doch nicht, das ist doch kein Zufall. Baseball ist in Japan sehr, eine sehr, sehr große Sportart. Das ist ja geil. Wie er danach einfach so. Das ist schon lustig gemacht. Ja, jetzt hast du ihn. Endlich. Der hat mich total irritiert mit seinen 2019er Moves. Als nächstes hat er noch gedappt oder was? Gedappt. Gedurbt. Okay, komm. Wie viel habe ich immer noch einen? Okay. So, der Brückentroll ist weg. Was ist denn hier noch? Ja. Ah, neben mit der Schilder. Auch schon scheiße, wenn man das so mit ansehen muss. Und weiß, okay, scheiße, Mann. Scheiße, mein Schild ist sehr nutzlos. Scheiße, er hat die Axt. Ich habe keine Chance. Alles drauf trainiert, ey. Oh, ich bin voll geil mit dem Schild, da kommt keiner durch. Und, ne? Aber was machen wir, wenn der Feind eine Axt hat? So haben die gefragt dann in der Ausbildung. Keine Ahnung, ey, der wurde geköpft. Nee, einfach der hat gefragt, der wurde direkt geköpft. Ja. Von der Axt. Ah. Hat noch jemand eine Frage? Hier brennt's. Sieht interessant aus. Wow, hübsch. Alter, das ist gerade, man kann. Ey, das ist, fühlt sich richtig warm an. Ja, man spürt's richtig. Die haben ja auch so zwei Heizlüfter hier stehen. Heizstrahler. Das fühlt sich direkt geil an dadurch. Sehr. Wie sagt man? Inversiv? Immersiv, genau. Immersiv. Das ist auch so ein Games-Journalisten-Wort. Immersiv und. Ja. Repetitiv und das sind so Wörter, die man eigentlich nicht benutzt. Ja, aber man muss sie ja irgendwie benutzen, um Sachen zu beschreiben. Aber sie ist entlarvt den Games-Journalist, wenn er in seinem täglichen Sprachgebrauch das Wort immersiv benutzt. So, bei der Gelegenheit kann ich mal die schlechteste Folge Game 2 empfehlen. Die ist wirklich sehr lustig. Ich habe sehr gefeiert. Hat einen gewissen Zusammenhang mit dem, was du gerade gesagt hast, deswegen muss ich dran denken. Temple Jump. Temple Jump, Sprung des Glaubens, von Tempel zu Tempel zu Tempel. Ich habe quasi drei Glaubensrichtungen gerade abgesprungen. Abgetempelt. Was ist hier? Nix. Da, Schurke mit Fackel. Was er nicht weiß, ist, wer dem heimleuchten. Nein! Kann ich hier eventuell rein? Nee. Ist schon ganz schön dunkel geworden. Ja. Die Nacht. Ist aber unser Freund. Ja, stimmt, als Shinobi. Wir kleiden uns in das Gewand der Nacht. Oh, er hier. Kann ich jetzt nicht hören? Oh. Heilen statt hören. Hm, okay. Ich versuch mal was, ja? In das Gebüsch rein, duck dich mal. Ist das hier Gebüsch? Zählt das? Die sind nicht gebüschig genug, glaube ich. Die haben sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Einfach null. Ja, dann kannst du halt einen platt machen. Hey, hört ihr mich nicht? Kannst dich wahrscheinlich direkt daneben stellen. Wofür ist das dann? Eigentlich schon, vielleicht erst, wenn sie auf dich aufmerksam geworden sind, ich weiß es nicht. Alter Schwede. Der Shinobi kann. Endlich! Ja. Oh, da ist wohl irgendjemand. Ich geh mal gucken. Hier kann ich mich niemals verstecken. Ich bin eine Statue. Hm. Da ist noch ein Schild. Ja, ich sehe es. Ich sehe ihn links. Komm! Na, komm. Ne? Da wollte ich einmal ein bisschen smarter sein als Lee. Tja. Okay. Ach ja. Ich bin übrigens auch schon seit langem wieder dran. Aber mach das mal zu Ende. Nee, mach das mal zu Ende einfach. Ich hab jetzt auch nicht. Ja, aber wer weiß, wo hier das Ende ist. Ja, die Typen kannst du ja noch platt machen jetzt. Ja, okay, dann mach ich das noch. Okay, gib mir doch den. Kein Stress. Kein Stress. Ja, ich bin aber auch. Gib gerne jetzt auch mal ab. Ja, den kannst du mal schön mal hier. Was ist da in der Höhle? Boah. Oh, hier ist eine Höhle. Ja. Hinter dir! Nachtmann!
Noch ein Schild, Johnny, und noch ein. Ah. Und hinter dir, hau mal ab. Ja, da kommen sie plötzlich überall raus, ne? Hinter dir ist auch noch einer. Ja, aber ich muss ablocken. Ja. Ablocken. Oh. Alter! Okay, das waren die Typen, die da standen, ne? Hä, wo ist der Ausgang? Wo bin ich? Da! Huh? Okay, ich hab beschlossen, dass du jetzt gleich spielen kannst. Ja. Ah, okay, den mach ich noch. Blocken werde ich jetzt. Ah, das geht nicht, ne, bei Feuer. Nee. Au. Jetzt ist mir unbedingt ein Handicap. Ja. Soll ich denn jetzt noch sterben? Ich überlege gerade. Nee, stimmt nicht. Das ist aber schon okay. Gib einfach her. Hol ich schnell noch den Skillpunkt, okay? Aber nee, ich will ja nicht, dass du zurückgehst. Dann muss ich ja hier das alles nochmal machen. Nein, ich meine ja, ich hole den Skillpunkt jetzt, ach so, indem ich den kille hier. Oder soll ich dir einfach geben und wenn du tot bist, spielst du dann halt weiter? Ne? Ich glaube, ja, das ist so. Das habe ich ihn immer noch nicht. Ja, gut. Ja, guck mal, die Leiste ist jetzt auch wieder länger geworden. Ich glaube, das dauert auch. Wir brauchen mehr. Habe ich noch eine Heilung? Nee, gar nichts mehr. Deswegen, es ist. Ja, ein paar Kügelchen noch. Ich glaube, die hast du gerade gefunden, wärst. Okay. Shinobi. Hol den Skillpunkt. Übrigens, sein etwas männlicherer Bruder, Inobi, wird im Verlauf des Spiels auch noch eine Rolle spielen. Wie ein Panther. Irgendwo ist auch noch ein Star Wars Gag drin. In dieser Shinobi. Ja, Obi-Wan Shinobi, aber das habe ich gestern schon im Chat gelesen, deswegen kann ich den nicht als meinen reklamieren. Bin ja immer so ehrenvoll. Nee, ich. Kannst du ja auch nicht, weil du ihn ja nicht gemacht hast. Ja, eben, deswegen. So. Es ist verdammt nix dunkel. Sieht man. Haben wir eine Fackel? Nee, ich krieg. Nee, hab ich nicht. Oh, also hier, ich sehe hier gerade wirklich so gut wie nichts. Es ist auch wieder ein bisschen blendet alles. Ich hoffe mal, hier ist nichts versteckt in der Höhle, weil ich würde so nichts sehen. Ah, da ein bisschen heller. Anwenden mit Halt X Ansprungkette. Da kann so tick-tack, tick-tack, tick-tack hoch, ne? Ja, klar. Alter, wie geil ist er denn? Das ist ein ganz normaler Schornstein-Move. Ah! Cool. Ach was. Ja, vom Brunnen in die brennende Stadt. Das ist so ein klassisches Thema. In Nioh gibt's das auch. Das frisch angezündete Dorf. Da ist da, guck. Schön. Das frisch angezündete Dorf. Schau mal, was da links. Ach nee, das ist Heu. Ich dachte, das sah aus wie so ein Wolfmonster aus. Wir rasten hier mal eben. Ah, wir haben einen Punkt. Sogar. Aber wir wollten wahrscheinlich noch nichts machen. Nö, lass nochmal. Ich würde so gerne wissen, wo dieses Ding ist. Du kannst auch gerne schon mal einen freischalten. Mit dem Leben zurückbekommen. Da würde ich gerne drauf hinarbeiten, weil ich glaube, dass es echt wichtig ist. Latenter Effekt. Kannst du hier vielleicht anhand dieser Bilder irgendwas abstrahieren? Ich weiß halt gar nicht, was du meinst. Ich habe davon nichts gelesen. Nee, ich habe gestern ja gesagt in der Sendung, dass ich das so vermisse, dass man bei Bloodborne eben Lebensenergie zurückerhalten konnte, indem man offensiv gespielt hat. Und hat jemand gesagt, es gibt diesen Skill hier auch und den versuche ich jetzt hier zu finden. Warte mal, Karma Blut? Nee. Nee. Auch nur Geisterembleme. Also vielleicht einer von den Großen am Ende, ne? Der oder der. Ich glaube, weiß nicht welcher. Auch. Ich glaube, es ist ein Großer. Prothesenkünste, müsste ja Shinobi-Künste sein. Wahrscheinlich dann der hier, oder? Ja, du wirst es wissen, sobald du einen von diesen aus der Kategorie freigeschaltet hast. So, willst du einen kaufen oder wollen wir uns auf einen, was ist das? Präsenzunterdrückung? Wahrnehmung? Das können wir noch machen. Dann werden wir vielleicht wird man sicher irgendwann brauchen, ne? Ja. Aber was gibt's noch an Moves, an geilem Kampfkram? Da haben wir noch im Flug parieren, abwehren oder parieren, feindliche Angriffe in der Luft. Ich finde, das soll man sich holen, wenn man wirklich ein Problem hat. Mikiri-Konter, ja. Den finde ich geil, brauche ich aber auch nicht. Ermöglicht erst im Sprint heraus in eine geduckte Position zu gleiten. Oder vielleicht eben noch mal bei Kampfkünsten gucken, was da so. Prothesenkünste? Gewährt die Shinobi-Kampfkunst treibender Schnitt. Diese Shinobi-Kampfkunst ermöglicht nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule einen Sprint nach vorne und einem Schwertschnitt. Ach so, das ist für Wurfstern und noch zwei andere. Zum Beispiel. Ja, es geht wahrscheinlich auch mit dem Grabschhaken und so. Also es gibt wahrscheinlich
mit den ganzen Modulen. Na, bisher, also von denen, die wir haben, nur mit dem Wurfstern. Sicher, ja. Ja, der Rest ist ja Fragezeichen. Also von denen, mit denen das geht, haben wir jetzt einen von drei. So würde ich das mal interpretieren. Mit dem Wurfstern wird es halt gehen. Kann mich aber erinnern, dass es auch einen Move gab, bei dem man sich an den Gegner grabbeln konnte. Also das müsste ja eigentlich, ist ja identisch dann, ist ja eigentlich dasselbe, oder? Ja gut, vielleicht heißt die anders oder so. Ja, es gab diesen Grappling Hook und dann sich zum Gegner ziehen. Okay, das können wir sparen das mal auf, würde ich mal einfach sagen. Okay, Homie. Was machen wir denn hier in diesem geschundenen Dorf? Nicht da auf? Sieht nicht so aus. Boah, da sind einige. Ich mich hier nicht an. Alter Schwede. Ah, und ein Riese. Ein Ochsenmann. Okay, den hole ich mir als nächstes. Oh nein. Ja, kommt nie allein. Der Ochse kommt nie allein. Ja, der mit dem mit der Axt ist mir lieber. Den will ich. Der Axt wäre schon wichtiger, wenn du den zuerst nimmst. Wie oh. Auch so, dich so langsam einzirkeln. Ach komm, Leute, ernsthaft? Ja, okay. Das ist aber sehr passend jetzt für dich. Zack, bumm. Wo ist das Ding, an das ich hochspringen kann? Da. Der hatte ich original, obwohl du über ihn gesprungen bist. Schön, das Moos oben, na, ist toll. Ja. Das gefällt mir. Ich glaube, das erste Mal, dass man auf so einem Dach dann oben Moos sieht, was wahrscheinlich total realistisch ist. Das ist echt mega nice. Okay, warte mal. Oh, Alter. Das sieht schon, das ist schon sehr beeindruckend jetzt ein bisschen, ey. No. Wie sind das? Oh, das war ein schöner Konter. Ah, weg. Stirb's sonst. Geh in die Hocke. Sie sehen deinen Zopf. Jetzt sehen sie deinen Heilungsleuchten. Ah, die haben dich gesehen. Das ist wie ein Film, ey. Ah, shit, du musst da weg. Du hast noch frisches Kokosquellwasser, Kürbisquellwasser. Irgendwo mal rauf. Wie sieht das hier aus? Stirb. Okay. Wir leben noch, aber ich gucke erstmal, was hier noch so ist. Eine alte Kiste, die wurde richtig geplündert. Die haben das hier alles geplündert. Finde ich nicht okay. Da ist wieder was Geiles. Unsere Hand. Was ich nicht verstehe, es ist doch voll doof. So ein ganzes Dorf. Alter, bin ich dumm! Alter, bin ich dumm! Ist doch viel besser, einfach alle umzubringen, die da leben, und dann das Dorf für sich. Ich meine, er muss das nicht nochmal bauen, irgendwo anders. Ja, vielleicht haben sie nicht. Die nehmen das Gold, verbrennen das Dorf und bauen von dem Gold woanders ein Dorf. Ja, es könnte sein, dass die nicht genug Truppen haben, um das auf Dauer zu halten. Und indem sie das kaputt machen und plündern, schwächen sie den Feind nachhaltig. So ein bisschen die verbrannte Erde. Wenn du nicht genug Leute hast, um zwei Dörfer zu unterhalten, dann kannst du doch deinem Freund das andere Dorf lassen. Ja, wenn man nett ist. Musst du denn mehr Dörfer haben, als du unterhalten kannst, Nils? Nee,
Das ist, musst du mehr Zuschauer haben, als du unterhalten kannst. Das muss ich einen Entertainer auch fragen. Weil es kann gar nicht genug Zuschauer geben, dass man die nicht mehr unterhalten kann. Das stimmt. Ich würde sogar sagen, je mehr Zuschauer, dann unterhalten die sich irgendwann einfach selbst. Und du musst eigentlich gar nichts mehr machen. Nur noch den Anreiz bieten. Nur noch die Plattform sein. In einer perfekten Welt. Wirbelwind, ist das hier derselbe, den wir hatten, der Buddha, ja, ne? So. Wer will denn hier nochmal? Weil jedes Mal, wenn ich komme, haben die wieder dieses Ragdoll-Ding. Hast du das mal gesehen? Dass die so zusammenfallen. Zucken die wieder, ja. So, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier noch? Da komme ich natürlich nicht lang, ganz bewusst wahrscheinlich. Da würde ich verrecken über die Mauer, komme ich nicht rauf. Das heißt, ich kann nur dann hier diesen Weg weitergehen und dann da hinten links. Da liegt was Blaues unten rechts. Geh nochmal runter. Die Richtung? Vor dem Feuer unten links, wenn du runterspringst, links. Da ist das Buddha-Ding, oder nicht? Ah, okay. Ja, ich habe nur was blau leuchten gesehen und dachte. Das ist unser Schrein, meine ich. Das ist der? Ja, guck da hinten. Kein anderer? Ja, okay. Na gut. Der ist ja auch schon aktiviert, ne? Ja. Nee, das muss der sein, von dem wir kamen. So, dann wollen wir mal gucken. Da ist noch was. Gehen wir erstmal hier. Vorne stehen welche. Ja. Und hier im Wasser. Ich traue ja diesem Braten hier nicht mehr. Seit ich da eben angegriffen wurde. Von irgendwelchen Geschöpfen. Der dunklen See. Brennt, brennt, brennt. Okay, ganz offensichtlich. Da hätte ich hier in eine gewisse Richtung gedrückt. Okay, da steht einer am Wasser. Der lädt herrlich zum Meucheln ein. Das ist ein ganz schön. Der sieht richtig wichtig aus. Nee, das ist ein Kumpel. Oder? Ja. Hallo. Der hat aber Glück gehabt, dass du ihn nur erkannt hast. Ja. Oh Gott, das riecht nach einem Endkampf. Ja. Oh, alles klar. Nee, wir kämpfen zusammen. Wir sind Buddies. Ja klar, Buddy, aber weiß nicht, ob er leben muss, aber auf jeden Fall hilft er dir. Das macht das mir jetzt aber Freude. Ah! Oh, mach erstmal die anderen, erst die alle anderen. So, Axt. Dreieck. Ja, erstmal abhauen. Ja. Oh, okay. Ah, oh, der ist. Nicht, wenn ich immer. Schnell. Ah, zu spät. Scheiße. Kann eh nicht mehr. Ich hab nicht mehr viel. Okay, ganz schnell. Hast du noch einen Kürbis? Ne, ich hab, glaube ich, gar nichts, Alter. Check nochmal durch. Na gut. Sehr schön. Er ist nicht gescheitert. Ich lebe noch. Du bist nicht gescheitert, wir werden dich rächen. So ein großes Schwert. Kein Mensch hat so ein großes Schwert. Das war gut, du hast ihn getötet mit deinem Wurfstern. Sehr gut, Öl, komm. Ich sehe ihn gar nicht. Dass das nicht gereicht hat. Okay, was ist jetzt das für eine. Der säuft wieder irgendwas. Und der andere Typ ist tot, ja? Ja, du hast ihn erschossen. Okay. Juso, der Trinker.
ich hatte ihn doch, Simon. Ich hatte ihn doch. Oh, ich hatte ihn doch. Zu gierig und dumm gewesen. Ah, na gut, er hatte ja auch noch ein zweites Leben. Ne? Aber ich hatte ihn ja, trotzdem. Ich hätte sie ja auch, es war sehr gut. Nicht genug Leben. Das, mein Leben. Ich bin jetzt schon demotiviert. Wie soll ich das denn schaffen? Ich habe ihn auch fast geschafft. Schaffst du. Gerade deswegen. Nils Bomhoff ihn fast schafft, hat Simon K. keine Chance. Das stimmt nicht. Du hast, ich glaube an deinen Skill. Ich weiß, dass er existiert. Er ist schüchtern und kommt nur raus, wenn er wirklich gebraucht wird. Ja, aber wo muss ich hier lang eigentlich? Ich hab ein bisschen den... Nee, da ist richtig. Da, jetzt, da ist rechts gleich ein Tor. Genau, da sind die ganzen Typen. Kannst du vielleicht immerhin auch kriegen wir Skillpunkte, ne, auf dem Weg dahin. Das ist ja auch schon mal was. Jetzt kannst du ja links vielleicht schon an den vorbei, weiß ich nicht. Nee, da noch nicht, aber... Ja, vielleicht hier so. Frag mich, ob du alle machen musst oder ob du wieder vorbeilaufen kannst. Das sind echt viele, ne? Nervig. Ja, das ist ja wirklich ganz schön viel. Und dann kommt man erst beim Endgegner an, ne, der auch nochmal heftig ist. Komm, hau. Ey! Oh, komm, genau in dem Moment, ne? Ich schaff's jetzt nicht. Ich kann das gar nicht schaffen. Wie soll ich die alle killen? Also, die hier vielleicht schon, aber dann noch mal. Naja, gut. Komm, jetzt greif mal an, einzeln. So, hier. Die mal grunzen, ey. Ja, sehr geil. Sehr schön, der Doppelschnitt. Die müssen wir auch benutzen, diese Skills, wenn wir sie kaufen. Nur Pech oder schlechtes Game. Play von mir. Und eins. Weiß es noch nicht. Das im Review wird schon stehen, dass das Spiel eindeutige Schwächen hat. Sehr gut. Und das sind nur noch zwei Bogen-Dullis. Wenn man einmal an denen dran ist, dann sind sie hilflos. Ach, nice. Chikro! Ich bin nicht sicher, ob das alle waren. Ja, okay. Und dann kannst du links gleich durchs Wasser, ja. Und da wartet unser treuer Freund, dessen Namen wir nie erfahren werden. Aber wenn der jetzt, wenn ich den jetzt nicht triggere, kann ich dann nicht erst die anderen killen und dann ihn triggern oder so? Und dann, dass er mir hilft. Dir nur bei dem dicken Ding da hilft. Andererseits hat er eben ja auch geholfen. Ne? Ja. Also ich glaube, ich würde ihn mitnehmen. Gleich mal mitnehmen, ne? Freunde, der ist auch nur so... Ah! Das ist doch nicht dein Ernst, mein Freund! Mitten ins Gespräch, wenn sich Erwachsene unterhalten, ich kotze fett ab. Er ist ganz alleine. Wir müssen kann einfach so von der von hinten. Samurai Dick. Bogenschützen vielleicht. Ey. Okay. Oh, Kurosama ist schon wieder tot oder was? Zieh doch einer da, du, dich mag ich. Dich mag. Du siehst wirklich so den ärmsten Hund aus. Ja, okay. So, Axt und du auch. Nein, der falsche getriggert. Aber Holz brennt doch eigentlich auch. Da war noch ein Bogen, Johnny. Ich muss doch irgendwas machen, Nils. Okay, dich wollte ich mir einschnappen, ne? Ich komme nicht dazu. Ich gehe mal gerade woanders. Da oben kannst du raufspringen. Gibt's nicht noch einen Bogi? Ja, da hinten links, in dem Haus. Da. David Bogi. Okay, den hole ich mir jetzt. Ja, war zumindest eben. Komm her! Da war eben einer, ja. Scheiße. Immerhin ein leichter Geldbeutel. Nur noch gelb.
Vielleicht verlieren sie dich jetzt aus dem Auge. Nein. Kommt da nicht direkt einer von rechts? Ich hab's doch gewusst. Ihr habt's wirklich kommen sehen. Ich hätte dich die ganze Zeit verfolgt, ey. So, jetzt hab ich auch bereut. Oh, da ist Dicky. Dicky kommt. So, wenn ich jetzt richtig weit weggehe, oder sagen wir mal hierhin. Frage wäre jetzt, kommen die alle hinterher? Der kommt echt, der kommt durchs Wasser, ne? Bis hierhin. Aber die anderen nicht. Kannst du alleine machen, Zeichen, ja. Ne? Okay. Überraschung. Das Öl hat leider nicht so viel gebracht bei mir. Feige Sau. Ah, man sieht das richtig, das ist ja geil. Man sieht es richtig, dass der. Dann kotzt der dich an. Wo kam der denn jetzt wieder her? Keine Ahnung. Hast du den gesehen? Kam der gerade aus dem Wasser? Keine Ahnung. Ich komme hier echt verarscht vor. Irgendwas machen die anders. Hat sich hinter der Kotze versteckt. Keiner? Nee, er ist einfach aufgetaucht. Unter seinem Mantelshorts vielleicht. Okay, gut. Ich muss ja jetzt mal ein bisschen kämpfen. Willst du jetzt auch nicht zu lange rauszögern? Finde ich immer so ein Misch zwischen, es wirkt das Unvermeidliche rauszögern. Oh, hinter dir ist ja direkt schon der Samu. Nicht in Deckung! Du sollst rennen! Hier war doch auch noch einer. Kann ich den jetzt vielleicht noch. Ich brauche mal dringend Energie irgendwie. Du musst dich früher oder später ihm stellen, aber ich finde, wenn du erstmal die Henchmen ausschalten kannst, ist das natürlich von Vorteil. Ne, ich werde mich ihm ja, guck doch mal, ich habe da gar keine Chance mehr, aber ich weigere mich jetzt auch einfach zu sterben. Natürlich stirbst du jetzt nicht. Ich würde schon gerne. Natürlich. Wie kann ich jetzt noch das irgendwie verbessern? Genau, so zum Beispiel. Warum kommt denn da jetzt ein einsamer Spacko? Hinter dir. Hol ihn noch mal weg, ja. Und dann direkt ab, weghauen, weil der Samurai, ja. Und geil, den kannst du auch holen. Yes. Boom. Da kommt er wieder angezwatschelt. Wäre schön, wenn er einen Konditionsbalken hätte, weil wenn man so viel Masse mit sich rumschleppt, kann man nicht die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Das, ja, aber das Spiel ist echt sehr actionorientiert. Da kümmert sich hier keiner um Realismus. Ja, aber ich finde, dass er so. Er ist ja nicht so der typische Ausdauersportler. Halt, es bringt einfach er will nicht. Er will nicht brennen. Was säuft er da eigentlich die ganze Zeit? Ach, sein scheiß Giftkack säuft er. Naja, er trinkt auch sehr gerne. Naja, das ist halt diese Giftgeschichte da. Okay, ihn kann man ganz sicher nicht irgendwie. Kann ich ihn vielleicht hier in so eine. Nee, das ist eher für dich. Das ist für mich auch scheiße, ja. Okay, ich hau ab. Runter, meine ich. Oder Moment, lass mich kurz gucken, bevor ich jetzt hier. Soll ich eventuell einfach. Komm. Wir machen jetzt hier den Smart Way. Und zwar, one for the team. Jetzt ein bisschen. Nein! Er hat's original noch. Okay, aber jetzt werde ich auch verstehen. Ich wollte für dich zurück, ne? Ja. Damit du mit. Komm, dann machen wir das jetzt. Es geht mir doch nur darum, dass mein Freund Nils Bumhoff mit voller Punktzahl. Und allen Skillpunkten, die ihm gehören, starten kann. Oh. Fick die Henne, ey. Das Spiel macht. Ey, wie der wirklich wie bei Enterprise, wenn man sich beamt und dann schießt einer noch seinen Phaser und dann kommt der Tod am anderen Ende aus. Ja, kommt nur Pulver an. Ja, das war jetzt keine Werbung für den Shinobi-Sport. Naja, aber ich hab jetzt eine Menge Leute getötet. Ich hab also, das nur für die Werbungsüberleitung. Ich hab eine Menge Leute getötet und hab überlebt. Was willst du noch von einem Shinobi? Ist das nicht alles, worum es geht? Überleben und töten? Überleben und töten kann man ein Buch schreiben. Und dieses. Ja, irgendwas mit Werbung, ne? Irgendwas mit Werbung. Werbung.
und aus der blauen Flamme stieg er empor. Juhu, der Shinobi. Schade nicht, dass er nicht Wilbald heißen kann. Das ist wirklich ein bisschen schade. Er behält seinen traditionellen Namen, ist schade. Ja. Gehört sich nicht. Shinobi. Das erste Spiel, bei dem Wilbald leider ausgeschlossen wird. So, pass auf. Und ich mach das jetzt mal ein bisschen. Ja, jetzt bin ich ja echt mal gespannt, ne? Also, du kannst sicher über die Dächer. An denen vorbei. Du musst die nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber du könntest sie alle bekämpfen und dir diesen Skillpunkt holen, den ich dir ja schon so vorbereitet habe, weil ungefähr bei der Hälfte war es auch. Ja. Also, ich warte jetzt kurz, die beiden mache ich noch. Und dann gucke ich mal, ob ich abdampfen kann. Aber willst du dann nicht? Ja, gut. Nein, lass mich mal machen. Ich dachte mehr an den Skillpunkt. Ach so, den. Weil sonst habe ich den ja völlig umsonst gerettet. Dass ich den noch auf. Ach so, ja, okay, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, das kann ich machen. Ja. Erstmal nicht sterben. Ah! Pfeil! Alter, genau. Arschgesicht. Von hinten. Oh, also nichts. Der hat wohl gepennt irgendwo. Zwei sogar. Ich glaube, das ist so eine Art Verstärkung, die im Haus sind und dann plötzlich kommen. Kann sehr gut sein. Aber du hast gleich den Skillpunkt, das lohnt sich auf jeden Fall, was du hier machst. Ah. Alter, wie dumm bin ich denn, ey? Also Simon, das habe ich mich so überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Aber nicht schlimm, mach aufstehen, oder? Ja. Ja, aber trotzdem einfach ärgere ich mich gerade. Das an so einem dummen Henchman. Ja, aber du hast jetzt noch vier Leute und dann kannst du direkt wieder auferstehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Schlimmer ist eher, dass du die heilende Kümmerflasche auf eins runter hast. Ja, das ist genau mein Problem auch gewesen. Am Ende wird es an der Energie scheitern. Klar, irgendwie immer, ne? Okay. Konzentration, jetzt mach es. Willst du mal probieren, was passiert, wenn du nicht mit ihm und erstmal die anderen ziehst? Ich weiß, was du meinst, aber. Sag mal, kann es sein, dass man sich immer an diesen Schildkröten festhängen kann? Oder oben war auf dem. Probier das mal. Auch eine. Probier das mal so, pass auf. Ja, das kann sein. Dass nur die Schildkröten quasi die Orte sind, an denen man sich haken kann. Ja, Mann. Fuck! Ja, 4 Skill, Alter. Wir haben es geschafft. Gut. Gut. Scheinbar? Nee. Nicht aktiviert bisher. Das siehst du, wenn alle wegmachen, dann den Buddy rufen und dann zusammen auf den Endgegner. Guck mal, ob ich den Endgegner von hinten. Wäre halt schon ziemlich cool. Wenn das echt gehen würde. Ja, die sind ja ziemlich doof. Kann gut sein, dass du da noch durchkommst. Ja, Mann, das klappt. Das klappt halt echt. Das klappt. Oder? Nein, ich glaube, ich muss den erstmal nehmen hier. Ja, aber dann. Das ist natürlich. Kannst du. Ja, geht nicht. Schade. Der steht einfach zu gut. Alter, wieso hat er den nicht gewumst? Achtung!
Sehr schön. Und jetzt einfach mit ihm zusammen. Axt, hast du schon? Sehr gut. Hammer. Wo ist mein Buddy? Der wartet. Ehrenvoll. Ja. Genau, mach erst den Kleinen noch. Nutz auf jeden Fall die Zeit, Mann. Oh, ist er jetzt schon tot? Nee, er lebt noch. Krass. Hast ihn, Nils. Ah, nein. Ah, da war die, was zeichne. Zu spät. Fuck. Oh, in den Schlag rein. Ja, aber es war bis dahin. Kann noch leben. Aber war echt gut. Kannst du jetzt von hinten? Alter, du machst ihn noch. Ja, das ist er. Das war nicht schlecht, Nils. Ich bin richtig froh, dass du den gelegt hast, ey. Ich hätte keinen Bock auf den gehabt. Der trübe Sake ist einer von Ashinas Favoriten. Er hat einen reichen, vollen Geschmack. Aber er macht einen zu schnell. Es kann gar nicht gehen, wie zu schnell betrunken. Das geht gar nicht, oder? Wir haben wieder eine Perle, ne? Aber leider halt auch, ja. Bringt's 2057. Halt gut, ja, gut, aber die sind schon wichtig. Oh, guck mal hier, Alter. Ja, natürlich sind die wichtig. Ich meine nur... Einer alleine bringt nichts. Ich hoffe mal, dass jetzt hier nicht irgendwo einer noch rumlungert, der mir hier einen finalen Stoß versetzt. Ja, was soll denn noch passieren jetzt? Du bist ja, ich hoffe, Boss, dass ich immer so einen Buddha-Schrein krieg hier. Die sind ja alle... gemeuchelt worden. Ah ja. Oh ja. Perfekt. Aber falls jetzt ein Schrein kommt, bewahre ich mir die natürlich auf, die Kügelchen. Oh, nee. Shit. Ein bisschen hier. Kurz mal die Kügelchen ihr Tagewerk tun lassen. Ja, vorbei. Ich würde jetzt nochmal die Kühlchen nehmen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Schrein. Okay, geil. So, jetzt haben wir 4. Jetzt können wir nämlich eine geile Fähigkeit erwerben, Simone. Die Frage ist, Shinobi-Künstler oder Prothesen-Künstler? Na, dieses nee, Leben zurück. Komm, lass einen holen und dann holen wir uns den 5er. Das ist doch Quatsch. Wir holen uns den 5er mit der Energie. Ach so, den, ne? Das ist das Sinnvollste. Von Anfang an fette Energie haben. Okay. Was kann es denn Besseres geben? Ja, okay. Gut, machen wir so. Oder? Also, ja. Ich will es jetzt auch nicht bestimmen, aber ich nein, das bin macht sicher, schon Sinn. Da ist in deinem Sinne. Das macht schon Sinn. Okay. Und danach würde ich gerne mal irgendwie erforschen.
wo diese, oh, mit der muss ich gleich mal reden, aber erst glaube ich alles, was hier drin ist. Der Sohn des Uhus. わきでてくるのじゃ次から次へと止めどの止めどの若様がお屋敷の奥にわしのせがれが伊之助が向かったゆえ無事と思うがはぐれ忍びよ念のためじゃお主も 若様をお救いに行っておくれ. Okay. Ich würde schon interessieren, ob es möglich gewesen wäre, den anderen zu retten, so, indem man den Endgegner vorher killt, ne, und was dann vielleicht passiert wäre. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass man den hätte safen können. Die Frage ist. Ja, aber ob das dann irgendeinen Einfluss hätte. Oder ob das einfach wie so ein Zamm ist, ne? Guck mal, da liegt auch nochmal ein. So ein, oh Gott, ey, jetzt kommen wir nicht mit einem Endboss gegen so einen Mega-Samurai da hinten. Kannst du ja schon mal die. Siehst du das Ding da hinten stehen? Ja, ja. Okay. So, das riecht nach einem Boss, mein Freund. Die Frage ist dann, ob du vorher. Illusions. Haben wir doch sowas. Knallsam. Machen ein läutes Geräusch, wenn man sie knackt, um Illusionstechniken zu brechen. Illusionen werden immer von jemandem erschaffen, um die Phantome zu zerstören und zur Realität zurückzukehren. Muss man den Schöpfer die Illusion besiegen. Knallsam können dabei eine große Rolle spielen. Okay, meinst du, man bekommt, wenn ich jetzt sterbe, dass man die Knallsam dann nochmal bekommt? Hoffentlich, oder? Du wolltest vorschlagen, dass ich noch den Punkt farme, bevor ich den Endboss mache? Auf jeden Fall. Naja, also den Punkt farmen, sich das Ding holen und mit der vollen Flasche dann da rein. Und so, wäre jetzt. Ja, okay. Eine schlechte Idee. Dann muss ich nur aufpassen, aber der Fettmops ist ja nicht mehr da. Nee, der wird auch nicht mehr da. Such dir irgendwelche Lappengegner und dann, oder nimm die. Ah, genau, siehst du? Hä? Sind die respawned, oder? Ja, ja, klar, die kleinen respawnen immer. Ach, du hast ja den Bruder benutzt, natürlich. Ja, ja, das habe ich ganz übersehen. Komm, das kriegst du doch hin. Ja, noch. Zweimal. Guck mal hier mit rein, also die Bogenschütze nicht so. In Kohle farmen. So, jetzt hast du die 5. Nice. Dann gehen wir jetzt zum Buddha-Schrein. Aber hier liefen auch noch mal so welche rum, ne? Sind die eigentlich hin? Die hier immer im Haus waren. Naja. Da. Sie riecht jetzt aber nicht besser. Weiß nicht, ob das für dich ein Problem ist. Hey! Jetzt werden wir es ja sehen, ob wir. Nochmal so einen Samen. Ja. Ja. Da ist er. Verteilt seinen Samen an herumwandernde Samurais. Ah, nee. Siehst du? Shit. So einfach. Geht das nicht? Ja, probier mal. Wahrscheinlich gibt er dir wieder einen, wenn du stirbst oder so. Ach, das ist ja gar nicht. Das ist nur so eine Rüstung. Das ist gar nicht der Boss. Ja, aber es kommt doch gleich alles. Gehst wahrscheinlich da runter und dann
In den Keller oder so. Tatami. Tatanka. Oh. Gott, ey. Ja. Kannst du dir schon mal angucken, wie das gleich geht, Simon. Ach, du machst den jetzt. First try. Guck mal, ich hätte, wenn ich noch ein bisschen gefarmt hätte, ich sogar 2 Wiederbelebungen gehabt. Fehlt noch wahrscheinlich einen. Oh. Was? Ja gut, dann erklärt sich das natürlich von allein. Wir kommen da noch gar nicht hin. Hä? Das finde ich jetzt aber irgendwie... Oder ist das eine Illusion? Dass wir die Knallsamen hier zünden müssen? Probier's mal. Aber dann ist sie weg. Dann sind sie weg. Wir werden es uns nie erfahren. Ja, dann muss ich es mal machen jetzt. Okay. Nee. Aber jetzt wissen wir es. Ja. Ja, ich befürchtet. Später. Gib mir noch mal was von deinen Samen. Ich kann mir, also, ich finde das irgendwie komisch, dass man da jetzt nicht reinkommt. In, hast du noch was? Nee, ich brauche mal. Scheiße, jetzt haben wir den Samen. Er hat doch gesagt, er hat nur noch einen. Ja, aber ich hoffe mal, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir den aus. Ist doch so dumm, er gibt dir deinen letzten Knallsamen. Der Typ kommt 30 Sekunden später wieder. Ey, hast du noch Knallsamen? Ich habe gerade eben einfach gegen eine Tür geworfen, weil ich gedacht habe, das wäre eine Illusion. Ich bin ehrlich gesagt jetzt ein bisschen. Hier, da leuchtet noch irgendwas hinter dieser Tür. Geheimnis. Ich bin jetzt ein bisschen abgeturnt von der Tatsache, dass ich da nicht reinkomme. Warum? Ja, weil ich muss doch da jetzt rein. Warum? Warum? Ja, warum? Warum musst du da jetzt rein? Shit. Du hast dich ja noch gefragt, wo die sind. Da, auf Wanderschaft. Da. Nee. Ach, ich will doch hier. Bitte geben Sie mir Ihren Topf voll Gold. Reines Öl. Ja, das ist doch voll dumm. Ich kann mir nicht vorstellen. Nee, ey. Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich verstehe nicht, was daran so schön ist. Aber eine verschlossene Tür. Davon haben wir doch nur. Ja, aber das ist halt total. Ja, du willst halt jetzt zu dem Oberboss. Aber wahrscheinlich hast du den Schlüssel einfach alles, nicht, Nils. Es alles ist doch kein. Zahlt darauf ein, dass man da jetzt zu dem Boss kommt. Und jetzt muss ich hier wieder zurück. Das ist irgendwie schwer zu verstehen. Ja, okay. Das, die Mechanik aber vielleicht gleicht mir nicht ein. Ja, aber du kennst es doch irgendwo anders, ist dann halt der Schlüssel versteckt. So, es ist ja nicht wahrscheinlich die übliche Mechanik. Vielleicht irre ich mich total, aber ich sehe da jetzt nicht ein Mysterium dahinter. Shit. Ja. Oh Mann, ey. Können einen doch ganz schön zusetzen. Ja, ich bin jetzt aber auch ein bisschen genervt. Du bist genervt wegen der Tür immer noch. Ja, wirklich so. Vergiss doch die Tür. Hast gleich wieder ein Level up, ey, wenn du weitermachst. Ist ein guter Ort hier, um zu farmen, ohne Scheiß. Richtig guter Ort. Vielleicht sollte man das einfach mal machen jetzt, eine Stunde lang. Bin ich ehrlich. Jetzt hab ich diese Knallerbsen verbraucht. Das ganze Geld, wir müssen das Geld irgendwann investieren. Nicht so mir wegsterben, mein Freund. Da hinten ist noch einer. Habe ich sogar 2 Wiederbelebungspunkte schon freigeschaltet. So, was, vielleicht kann ich mal mit ihm hier reden. Er lebt doch jetzt wieder, oder? Nee, der liegt da vorne links blutend im Dreck. Shit. Vielleicht hat er einen Schlüssel. Vielleicht hat er einen Schlüssel. Nee. Ja, das kann nämlich der Punkt sein, ne? Vielleicht hätte er ihn gehabt, vielleicht hätte man ihn. Ne? Kann sein. Aber. Ey, ganz ehrlich, ich kann mir das einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendwas haben wir übersehen oder falsch gemacht oder whatever. Warum ist das Konzept einer verschlossenen Tür für dich so groß? Naja, weil du findest jetzt, wenn du da vorne rechts gehst, vielleicht einfach dann den Tempelschlüssel und mit dem kannst du dann die Tür aufmachen. Ja, was das alles irgendwie, da liegt dieser sterbende Typ davor und so und ja, weil es ja auch ein, also ich will mich ja jetzt nicht streiten, ich weiß ja überhaupt nicht mehr als du, aber es nimmt doch den ganzen Teil nichts weg,
wenn du da später hingehen kannst, ne, wenn die Idee ist, dass du halt später erst dahin gehst, da liegt ja immer noch der blutende Typ und da gibt dir immer noch die Knallsamen und, ne? Ich nehme einfach an, dass du viel zu schwach bist, dass das ein Endgegner ist, den du dann erst mit den neuen Gebetsperlen oder so vielleicht. Ich muss irgendwie in dieses Haus reinkommen. Da leuchtet was dahinter. Verbrenne ich, wenn ich hier rüberspringe? Die berühmte letzte Worte. Doch schon ziemlich viel abge. Ich nehme jetzt mal nicht die Perlen, weil das ja Perlen vor die Säule ist. Wenn ich mich da gleich im Schrein einfach wieder auf Null setzen kann. Aber da unten ist eine Kanalisation. Du kannst ja jetzt auch einmal sterben. Ja, du könntest mal da unten versuchen in die Hocke und dann. Ja, da nicht, aber vielleicht gibt's irgendwo eine. Nein. Das ist doch echt ziemlich kacke. Was haben wir übersehen? Oh, das mit den Knallerbsen essen, das tut mir nur. Das hoffentlich tut uns das nicht weh gleich. Alter, ernsthaft? Was haben wir hier denn noch übersehen? Da brennt's, da hinten kamen wir her, da ging's auch nicht weiter auf der anderen Seite. Ist irgendwas im Wasser? Nee, es ist ja alles Quatsch, irgendwas muss da mit der Tür sein. Ach, die sind ja auch wieder da, die Typen. Denken mir um Moas. Ist so. Nee. Also entweder wir gehen jetzt woanders hin oder wir finden hier in dieser Ecke noch irgendwas. Oben irgendwas? Ja, da ist die Turtle. Kommt mir wieder so blöd vor, ehrlich gesagt. Da geht's auch nirgendwo hoch, dass man hier irgendwie oben noch raufkommt, irgendwas zu machen. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, sag ich dir ehrlich. Hier geht's ja auch nicht mehr raus irgendwo hin. Da ist der Buddha. Das ist auch keine Tür hier, ne? Dunkelheit. Also wenn du eine Idee hast, äußere sie gern. Weil ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, was ich hier davon halten soll, ehrlich gesagt. Ja, meine Ideen habe ich dir ja schon gesagt, sowas. Dann nochmal. Kann ich jetzt wiederholen. Dass du hier noch nicht hin kannst, so wie in so vielen Videospielen auch. Einfach ganz normales Spielsystem, dass man einfach noch nicht jetzt hin kann, Nils. Okay. Einfach so. Also woanders hin. Ich weiß es nicht, Nils, ich möchte nicht. Das Ding ist, wenn jetzt was anderes der Fall ist, dann sind alle sauer auf mich, weil ich jetzt irgendwie dich davon abhalte. Scheiß doch mal drauf. Nein, aber was hör mal jetzt direkt wieder Konter, hör doch mal zu, was ich sage. Das ist halt einfach. Ich jetzt nicht der sein will, der dich von einem sicheren Weg. Du bist vielleicht mitten auf dem Weg und alles ist richtig und dann will ich nicht der sein, der dich ablenkt. Das ist doch völlig nachvollziehbar. Aber ich wäre schon längst woanders hingegangen. Ja. Aber es hilft jetzt nicht, wenn du noch 15 Minuten weiter und mich dann wieder fragst, weil die. Nein. Vielleicht, wenn du nochmal drauf hast oder eine andere Waffe nimmst. Ich gehe jetzt zum Tempel und dann gehe ich woanders hin. Ja, ich würde ohne Scheiß einfach mal zurückgehen und gucken, ob da nicht vielleicht eine andere, ne, so ein Y-Ding ist. Irgendwie. Wir haben ja noch dieses. Also du kannst ja auch, wenn du willst. Wobei, jetzt hast du die alle gekillt, ne? Jetzt kannst du eigentlich auch. Kannst du auch laufen. Jetzt hast du ja eh alle. Nee, hab ich nicht. Hast du nicht? Nee, da die zweite Fuhre da, die lebten noch alle. Aber also, ich weiß es gerade nicht. Wir können ja irgendwie. Wir haben noch eine offene Sache und das ist. Aber wir haben auch einige offene Sachen, ne? Also wir haben im Umland noch nicht alles angeguckt. Und wir haben hier, glaube ich, glaube schon, dass wir noch einiges haben. Also das ist hier erstmal genau der Audienzsaal. Öffne die antike Karte. Ah, guck mal. Das ist neu. Na gut, aber da sieht man jetzt nichts Neues, aber das Ding an sich ist neu. Ja. Okay, dann
gehe ich jetzt dahin, wo man diesen Typen ohne Kopf eigentlich bekämpft. Bin ich jetzt langsam dran zeitlich. Ja? Ich sag's nur. Aber na, ist ja okay, so dann übernimm. Ich hab keinen. Okay, das ist ganz gut, weil ich weiß ja auch nicht, wo lang. Also es gibt diesen einen Zwei-Sterne-Boss, das war, weißt du noch? Ich gehe jetzt mal zurück. Bei den, du hast jetzt aber nicht dich resettet, ne? Also du hast wenig Leben. Ja, wenn ich sterbe, dann ist doch, guck mal, wir haben doch, ja, siehst du, vier Punkte. Na gut. Ja, wenn ich jetzt, ne, dann sind die ja wieder alle da und. Ja, nicht so, mach mal, wie du magst. Genau, also falls du da hingehen willst, das war, weiß ich ja gar nicht, aber das fällt mir noch ein, dass ich da umgedreht bin, weil ich nicht wusste, ob ich den bekämpfen kann. Da ist dieser kopflose Typ in dieser Höhle, wo man sich so runterschwingen musste und dann kam man durch diese Dreckshöhle und unten links war dieser Typ. Vielleicht kann man hier durch irgendeine. Aber das ist doch nicht neu. Nee, aber vielleicht kommst du da in irgendeine. In irgendeinen Raum rein. Ja, klar. Shit, da stand der um die Ecke, ne? Stand der einfach. Stand der einfach so um die Ecke. Zwei von den Axten. Na, okay. Ich wollte eigentlich gucken, was hier so ist. Was ist das? Ach, nur eine Lampe. Irgendwas? Nee, auch nicht. Da steht so eine Rüstung. Kann die relevant sein? Das ist, glaube ich, nur Zierde. So war das halt im feudalen Jahr. Ah. Da hatten sie alle. Ey, nicht anvisieren! Weg! In der Luft! In der Luft! Da wäre diese eine Scheiße in der Luft dodgen jetzt mal gut gewesen. Ja. Ja, aber jetzt wissen sie, da ist auch nichts. Das wollte ich nämlich noch machen. Aber diese Rüstung, die da steht, die macht mir offen gesagt. Könnte es nicht sein, dass diese Rüstung immer dafür steht, dass irgendwo ein Geheimnis ist? Weil da, wo du den Boden weggezogen hast, da war ja auch eine Rüstung. Wo bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder hier, ne? Oh. Ja, jetzt werde ich es mir nicht nochmal angucken können. Wir reisen hier nochmal hier hin. Nee, warte mal, das ist die Brände. Hier zum Beispiel, da waren wir doch auch. Ich weiß, wir haben schon viel geguckt, aber da sind wir auch relativ schnell durchgegangen. Wir gehen gleich dahin, wo du meinst. Nee, ist alles gut. Ey, man kann es ja auch machen, worauf du Bock hast. Also das war einfach nur eine Sache, die mir noch einfiel, wo noch was Unerledigtes war. Okay, die Dinger sind alle zu. Darüber kommt man nicht. Da kamst da du. Da kamen wir her, ja. Kannst du dich erinnern, ob da unten irgendwas war, wo man. Da war, wo du gekämpft hattest, wo die. Ach ja, diese. Na, war das nicht nur ein Gang? In diesem Dschungel da. Das war dieser Dschungel. Wo dann durch die Höhle sind und dann da hochgekommen sind. Da waren wir im Dschungel. Ja, na gut. Da drüben ist dieses Haus. Ich will hier noch mal rechts gucken, ob hier nicht irgendwo. Oh, kann ich gar nicht rüber. Ob mit dieser Rüstung nicht vielleicht irgendwie was ist. Oh, ganz kurzes grünes Fenster. Kann ich hier hauen? Nee. Da wäre der Eingang gewesen. Yeah. Da, ne? Ja. Okay, hier ist nix. An die Wand drücken. Hier ist auch kein. Nee, okay. Das ist sehr böse. Ich hab doch gedasht. Irgendwie, ich werde dieses Spiel heute nicht mehr checken. Dash geworden. Ja, du bist nach hinten weg. Naja. Na, ich bin ja eine. Ich bin so einen weg von ihm und hab mich trotzdem erwischt. Ja. Zweimal. Zur Seite ist, glaube ich, dann besser. Jetzt nie raffen. Auch. I believe in you. So. Oh. Okay. Okay, nächste. Ey, das gab Falling Damage angucken. Übrigens, und zwar amtlich. Ja. Komm. So, ist hier irgendwas, was wir übersehen haben am Rand vielleicht? So, ja. Schade, die Fackel hätte ich eigentlich gerne. Ja, ne, man hätte ihn so mitnehmen. Vor sich, also mit dem Arm abhacken und dann den Arm, der die Fackel man, trägt. Man sieht doch nichts. Okay, immerhin haben sie die Kameraprobleme beibehalten, ne? Ach. Kommen sie wieder.
Okay, das war der, ne? Ich gehe nur kurz, weil ich... Ah. Ja, Mann, ich will jetzt nicht die Kügelchen benutzen. Ach, da habe ich ja eine. Ich denke, dass du dann einmal einen Walljump machst, wenn du da runterschuss, kriegst du Damage. Ja, also kurz vorher mal, genau. Ah, trotzdem bekommen, ne? Ja. Hey! Links war noch einer, ne? Ja, egal, komm. Jetzt mal einmal in Ruhe sich das angucken. Man kommt wirklich nicht dazu, sich auch nur eine Arena mal näher anzugucken, weil man irgendwie immer kämpft. Okay. Jetzt noch einer da, ne? Aber der lässt mich, glaube ich, in Ruhe. Nee. Ja, okay. So, hier ist eventuell irgendwas. Foul Beast! Wie unser Gold auch die ganze Zeit immer wieder schrumpft. Ja, wir waren schon bei über 2000. So, hier ist schon was. 2000 Gold. Sind wir an dieser Hütte hier vorbei? Ja, da sind wir. Na, ich probier's mal. Da kamst du, glaube ich, her, oder? Da hattest du so einen geilen Jump mit drei Bäumen oder so gemacht. Da über die Tempel da, genau. Tempel, ja, ja. Das über die Tempel. Ja, okay. Dann gehen wir noch mal hier hin. Also hier kamen wir dann her. Ey. Das heißt doch eigentlich, dass man hier links noch kann, oder? Wir sind gerade außen, hier kann man aber noch links. Mir fällt noch eine Sache ein. Ich glaube, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Nee, das kann gut sein. Mir fiel noch eine andere Sache ein. Und zwar gab es auch noch diesen Händler. Oh, da ist wieder so ein Johnny. Na super. Aber das ist ein normaler Johnny, der hat keine zwei Sterne da. Ja, geil. Warum funktioniert denn der Kreis nicht? Ich verstehe es nicht, Nils. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich mache irgendwas grundlegend falsch und das macht mich wahnsinnig. Ich drück Kreis nach hinten. Nee. Kreis ist doch der richtige Move. Ja, aber nicht nach hinten, glaube ich. Aber nur das Kreis. Das war richtig gerade zum Beispiel. Ja, nicht nach hinten drücken. Ich werd nicht warm mit der Steuerung. Ich werd nicht warm. Ich kann es nicht ändern. Noch so einer. Es ist irgendwie. Die verlassen sich so sehr darauf, dass man einfach diese Blockmechanik macht. Und man kann irgendwie nichts anderes machen. Komm wieder an. Heil dich mal. Ich bin. Und du hast noch ein Leben. Nee. Doch. Hab ich noch? Bin ich nicht eben gerade schon gestorben? Nee, du hast noch ein Leben. Ja, der war doch gut. Ja, was? Das ist so ungelenk, immer nur einen Button drücken zu dürfen. Verstehst du nicht mein Problem? Es ist entweder du drückst L1 oder du drückst Kreis. Hat das Spiel noch irgendeine Finesse oder ist das alles? Tut mir leid. Nee. Ich weiß, der Simon rafft's jetzt wieder nicht und deswegen meckert er, aber es ist wirklich wenig. Da habe ich ihn nie mehr gehabt. Tut mir leid. Ja. Ich habe auch echt schon andere Spiele gespielt, weiß ich. Ah, ich habe vergessen, wie die alle heißen, ne? Aber Frank. Frank und Klaus und nein, ich vergesse, wie das eine heißt irgendwie. Ah, verdammt, ich wünschte dich. Mark of Cree. Genau, da gibt's, also das ist wirklich nicht ganz vergleichbar, aber da gibt's auch schon nur zwei Buttons. Und das ist für PlayStation 2 gewesen. Nein. Das ist jetzt echt ein bisschen too much. Aber es ist wirklich nichts für mich. Geht's da irgendwo noch weiter? Ja, ich glaub, wenn du schon hier einmal den Kreis diese ab. Arena hier hast, das kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Ja. Was mir noch einfiel, ist dieser Händler der ehemalige Dieb, ne? Den wir dann getroffen haben mit dem roten Stirnband. Ja, der konnte uns ja noch irgendwelche Infos verticken. Wir hatten nicht genug Kohle. Jetzt haben wir ja gerade, bevor wir jetzt wieder tausendmal sterben und die Kohle weg ist, jetzt könnten wir die Info von dem kaufen. Wer weiß, was das ist. Vielleicht hilft dann das auch noch weiter. Weißt du die letzte Info noch? Nee. Weil ich habe das Gefühl, die haben wir uns auch nicht wirklich angehört. Nee. Aber ja, klar, kann ich machen. Ja. So, hier ist also wirklich jetzt, das ist irgendwie traurig. Ja, ne? Vor allem auch, wie der Wald hier so abgerodet wird. Das macht mich auch ein bisschen traurig.
Aber wächst Bambus nicht furchtbar schnell wieder nach? Ich glaube, ja. Oh Gott, der sieht ja... So ein Kampfmönch. Ja, wirklich, ne? Ja, wenn man mit so einer helle Bade gut umgehen kann, ist das schon ein furchteinflößendes... Also, einfach nur Kreisdrücken bei diesem Ding. Das muss man sich merken. Pack dich da rein. Kreisdrücken. Ducken. Geil. War das gerade... Ah, okay. War das gerade hier... Ist hier noch... Kommst du hoch? Ist hier quasi ein Geheimgang? Ja. Oh! Ah, was ist denn hier? Siehst du, das war der richtige Weg. In irgendeine Richtung einfach gehen. Nicht hier. Da rechts auf den kannst du auch auf den Turm noch. Ja, ich würde mich gerne lieber hier ins Beet fallen lassen. Ja, weißt du, wo das ist, mein Freund? Nein, ich weiß, wo es ist. Weißt du, wo das ist? Die Scheißecke ist es. Das ist die Scheißecke. Oh Mann, ey, Scheiße, jetzt bin ich auch noch runtergesprungen. Glaubst du, man hätte nicht von da oben vielleicht noch. Und wenn ich jetzt. Oh, jetzt haben sie sich gesehen. Ja, aber ich will ja eigentlich. Mann, dumm, falscher Button. Ich will doch da hochspringen. Ich hab doch eh keine Energie mehr. Hier werde ich schon nicht kämpfen. Ja, wenn du noch jetzt mal so ein Kügelchen nicht. Oder so. Nein. Denk an die Fische. Ich hab dir gesagt, die nagen dich da gleich an. Ja, okay, dann nehmen. Aber ich will die Kügelchen nicht aufbrauchen. Wir brauchen. Ich kann sie gar nicht nehmen, siehst du? Im Wasser nicht, ne? Da kommt gleich irgendwas. Der Fisch. Fischiges. Ich hau ab. Der Fisch darf nicht treffen. Kann man eventuell durch das Wasser. Zu neuen Gebieten? Ich meine, da hinten war so ein Damm, also so ein Tor oder sowas. Aber du kannst vielleicht auf den Baum rauf. Ja, und dann kann ich tatsächlich, da hätten wir schon früher hin können, ne? Schnell, schnell, schnell! Grün, 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 grün! Oh, der hatte seine Kiefer schon geöffnet, der Fisch. Oder was auch immer da lauert. Ja, ach, da sind wir auf den nächsten, ja. Jetzt können wir noch mal schauen, ob es da nicht doch einen anderen Weg gibt. Fuck, jetzt sind wir genau hier wieder. Also ich würde... Ja? Vielleicht... Ja, wir wollten ja eigentlich gucken, ob da noch ein Weg wäre, oder? Ja, 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 ja. Ich dachte nur jetzt, weil du... Die sind doch alles alle tot. Ja, nee, alles gut. Alles gut. Huh, was war das? Da war ein kleiner Plop. Das glitschte. Moment, okay, aber dann war hier nichts. Hier sind wir hoch. Was ist das denn von eben jetzt schon wieder? Da. Ich glaub, ja. Da kommst du um den Geheimgang. Und ohne das Item hätten wir das wahrscheinlich nie gesehen, ne? Nee, das haben die schon ganz bewusst so gemacht. Da rechts noch irgendwo hoch? Nee, ne? Ja, da kommen wir auch nur dahin, wo wir hier schon waren, aber. Boah, das ist Leute, für Leute wie uns, die sich nicht so ganz geil orientieren können, ist das wirklich eine Herausforderung. Da rechts kannst du noch. Ah, nee, da ist der. Warte mal, wo ist der Turm da? Nee, okay, da kommen wir genau an die Stelle, aber. Ist da noch ein anderer Baum? Nee, ne? Irgendwas? Ne? Das ist ja auch da, wo es brennt, also. Aber ist das hier nicht auch ein anderer? Ist. Gehört das hier zu einem neuen Areal gleich? Siehst du? Ich bin hier oben drüber. Das heißt, ich könnte eventuell hier noch höher? Nee. Gut. Nein! Nein! Na gut, okay, aber es war ein wert. Alter, du hängst an einem Simon-Nippel. Hier, wie heißen die noch? Simon, wie habe ich sie genannt? Ich weiß nicht, bin ich schon wieder dran? Nee, eigentlich nicht. Ich habe noch 5. Aber ja, das war so die Gewöhnung einfach. Zipfel, Simons Zipfel. Zipfel. Ja, an Simons Zipfel. Ja, also. Fuck, 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 fuck. Wir haben, ich meine, da wissen wir jetzt ja, was da ist. Und da kommen wir easy hin, weil da vor dem Endboss ist das Leuchtfeuer direkt. Wir haben jetzt noch, wie gesagt, diesen Typen da, wo wir was kaufen können. Oder generell zum Händler gehen, Geld ausgeben. Und das dritte ist, diese Höhle da mit diesem kopflosen Samurai. Die war... Kurz gucken, ist hier irgendwo, ist hier ein Händler? Nee, hier war kein Händler. Nee, ah, okay. So, hier irgendwo ein Händler, ne? War der hier nicht, da oben? Einer war da oben auf der Plattform. Ist hier? Ja, es war hier. Oder? Wo wir die ganze Zeit... Der eine auf der Plattform. Genau. Die haben alle dasselbe an. Und der hat, aber der hat ja nicht die Infos wahrscheinlich. Der Typ mit den Infos... Ach, wo war der denn nochmal? Ja, stimmt, wir wollten ja eigentlich gar nicht zum Händler, wir wollten ja eigentlich Infos haben. Der saß, war der nicht auch vor irgendeinem großen Gebäude oder so? Saß der nicht an so einem Gebäude dran? Ja, der saß an einer Mauer oder an einem Gebäude in einem von diesen abgeriegelten Gebieten. Das heißt, ich. Warte mal. Nur, ich werde jetzt nicht reisen, aber man kann ja kurz mal gucken.
öffne die antike Karte. Na gut, das hilft jetzt auch nicht wirklich. Als sich jemand die Mühe gemacht, auf der Karte einzuzeichnen, dass das alles brennt. Brennt schon sehr lange einfach. Wie das Reifenfeuer bei den Simpsons. Wo könnte der? Ich habe keine Ahnung. Oh ne, scheiße. Ich weiß es nicht mehr, wo der Typ war. Kann man da hinhüpfen? Das sieht interessant aus. Das ist die Stelle an... Ja? Also da ist auf jeden Fall, der Händler ist hier. Und zwar Händler da hoch. Ja. Da oben, ja. Da oben, ja. Ist na, doch, doch. War das da oben? Ist es da oben? Nee, warte. Ist nicht da oben, oder? Nee, pass auf, jetzt. Links ist der. Da, warte, da lang. Und da ist ein hoher Felsen, glaube ich. Da. Da oben, ja. Könnte es da sein, ja. Ich meine, hier war das. Oder? Ja, ja. Da oben der Felsen. Irgendwie. Da rüber dann. Rechts. Da. Nein! Aber einfach mal in den Wald gehackt. Und jetzt über dir ist so ein Ast. Ja. Jetzt mal richtig anvisieren irgendwie. War noch hier oder nicht? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, es war eine andere Ecke. Aha, okay. Aber ja, ich... Aber das war auch so, dass man da auf so einem, auf diesem Podest steht und dann nach oben guckt und da war da dieser Ast. Da war das der andere Stein. Was ist das denn für ein Stein? Ja, gut. Da sitzen ja auch diese Raben, wir haben ihn ja auch gesehen. Mit seinen Raben. Ah, guck mal, den kannst du nochmal mitnehmen. Ah, da oben ist er. Da. Ja, ich seh's. Ja. Ah, cool, jetzt hast du diesen Typen dann wenigstens schon platt gemacht. Ja, von der Seite hier ist es irgendwie einfacher. Ja. Quadrat, ah. Nee, hier kann man sich nicht festhalten, oder? Schauen wir nicht. Ja. Ah ja, aber okay, von da, ja. Ja. Ich dachte mal, dass wir Doppelsprung ja, vielleicht machen, aber nein. Okay, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Heute ist mein Tag, heute ist hochklettern. Mein Tag. Hätte ich mich jetzt auch am Baum noch hängen können, aber was ist das eigentlich hier? Ja, hier ist das Tempel. Lohnt sich das da irgendwie hinzugehen? Nee, oder? Nee, hier sind nur Tempel. Hier irgendwas zum Anbeten oder so. Muss ja einen Zweck haben. Wie dumm. Da ist noch ein Baum. Und jetzt noch einer oben. Ja, genau. Da haben wir ihn. Aber es ist natürlich nicht der mit den Infos. Oh, der hustet auch schon. Ah, die sollen uns mal Blut geben. Ja, das sollen wir ja sammeln, ne? Mhm. Die ganzen Blutproben. Ganz einfach. Das ist ja ein richtiges organisches Material, was der da rausgehustet hat. Bläh. Mach mir gleich. Kurz mal verkaufen. Was haben wir denn? Oh, sowas, ne? Haben wir irgendwas, was wir nicht brauchen? Ich sehe erstmal, dass wir kein Geld brauchen. Wir haben so viel Kohle, die wir ständig verlieren, dass ich erstmal. Nie wieder verkaufen. Immer behalten. Bist du so ein Sammler, du bist ein Horder, Nils. Definitiv. Hier, Roberts Feuerwerk. Könnten wir kaufen. Wollten wir schon mehrfach, ne? Das Tieren an. Und diesen Modul, ja, machen wir. Was gibt's denn noch? Achso, das war schon alles, ne? Ja. Ja. Kann ich dem einfach alles. Weil wenn ich jetzt einfach alles investiere, wird's ja eh gelagert. Und viel mehr hat er ja nicht. Ne? Geldbeutel, ne? Ja. Aber selbst hier immer noch was übrig jetzt. Ja. Na gut. Ich glaube, 500 brauchten wir, glaube ich, für diese andere Information. Da gegenüber ist auch das Leuchtfeuer direkt. Hätten wir ja noch, ne? 550. Ich glaube, es waren 100, aber. Da rechts ist das Feuer. Du weißt jetzt aber nicht. Meine ich. Was, welches Feuer? Also was? Der Buddha-Tempel, dachte ich. Ist hier irgendwo rechts. Da hinter dem. Ah, ne, der ist doch hinter dem Tor. Ja. Rechts hinter dem Tor ist das, meine ich, da durch, ne? Ah, okay. Aber was, also du kannst ja gleich spielen, du bist ja gleich dran. Ja.
Was machen wir denn eigentlich genau? Das ist die Frage, was machen wir jetzt? Ja, eigentlich wollten wir ja diesen Typen mit den Informationen suchen, wenn ich mich recht erinnere. Komm, ich mach dir noch schnell deinen Balken voll. Naja, jetzt hast du geil. Wieder ein Skill. Ah, da! Boah, sehr gut. Ja, das war der Doppel-Move, der war auch cool. Ey, da ist doch wieder einer. Wo ist der denn wieder hergekommen? War der nicht eben schon tot, sag mal? So. Nur so getan. Oh, warte mal, kann ich den nicht, was war denn, ach, den haben wir nicht gekauft, den Rutschmove, ne? Den was? Diesen Rutschmove, ich würde gerne mal so ein bisschen was kombinieren. Also, komm, ich will jetzt mal ein bisschen parieren. Okay, wenn ich, ich will nochmal das mit parieren kurz üben, oder? Ist okay? Ja. Gut. Also, ganz genau time, na gut. Das kann man wahrscheinlich richtig cool machen, ne? Dass du nur noch so pam, 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 pam. Ja, 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 wenn man das drauf hat. Ich habe das bisher auch kaum genutzt. Gegen die Endbosse habe ich immer mit Kreis gearbeitet, so. Ja, aber ich will mal dieses, alle sagen ja, wir sollen weniger, ne? Ja, ich glaube, für mich ist das besser, weil aber ich komme mit Kreis nicht klar. Ja. Er weicht falsch aus. Ich schiebe alle meine Schuld auf die Figur. Wir sind gleich wieder da. Nee, ne? Wir sind das nächste Mal wieder da. Das war's für mich. Ja, aber wir sind heute noch länger für euch, nicht für euch da, aber für die Zukunftsvariante von euch. Wir sorgen für Nachschub. Wir sorgen für Nachschub. Schade, es war eine schöne Folge, aber schon wieder vorbei, ne? 2 Stunden. Tja, so schnell geht das. Ne? Möchtest du mal nochmal 2 Stunden mit uns? Das wird primi. Tschüss.